Moin Moin und guten Morgen. Willkommen zum heutigen Fastnet-Webinar. Neue Features in VMware vSphere 7 und Update 1. Mein Name ist Peter Gummrich von der Fastlane und ich bin heute Ihr technischer Support und Moderator. Ich würde gerne kurz die Möglichkeit zur Kommunikation vorstellen, die Webex bietet. Und zwar können Sie im Chat, den sehen Sie rechts unten, gerne jederzeit an uns schreiben. Da können Sie gerne inhaltliche Fragen stellen oder auch Fragen zur Technik oder zum Ablauf. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, im Q&A-Bereich, also im Fragen- und Antwortenbereich darunter, Fragen zu stellen. Diese gehen dann an das gesamte Plenum. Auch da können Sie gerne inhaltliche Fragen stellen. Es ist so, dass aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer und der doch relativen Kürze der Zeit wir nicht dazu kommen werden, die Fragen während dem gesamten Meeting gleich zu beantworten, sondern wir machen entweder Fragerunden oder gehen die am Ende dann durch, aber stellen Sie gerne jederzeit und auch gerne häufig Fragen und wir nehmen die dann auf. Ja, und jetzt ist es dann meine große Freude, Ihnen unseren Experten für VMware und vSphere vorzustellen, den Herrn Sven Wischnewski, der dann heute auch Ihr Trainer ist. Und ich übergebe jetzt gleich auch an Sven. Wunderbar, ja, erstmal vielen Dank, Peter. Dann auch von meiner Seite erstmal Moin Moin hier aus dem hohen Norden, wie man uns ja mit sagt. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Dann doch nochmal unser kleines Webinar kurz vor Weihnachten hier dran teilzunehmen. Da wollen wir uns dann dementsprechend gleich mit Thematik, die Peter schon anmoderiert hat, dann auch mit uns anschauen. Jo. Ja, mein Name ist Sven Wischnewski, bin Trainer in dem Umfeld schon ein paar Tage länger. Und auch Consultant. Und die schon neue 7er Version hat uns ja VMware dieses Jahr mit beschert. Im März angekündigt, im April zum Download. Und wer die ersten Sessions schon mitgemacht haben sollte, ist ja die zweite in Bezug jetzt auf das Thema noch What's New. Zumindest auch die Deltas hier haben sich mal mit anzuschauen. Jetzt im Oktober gab es ja schon Update 1, was doch schon einige erwartet haben. So das klassische halbe Jahr kann man fast mit sagen, wie das ja immer geschieht. Ist Version 7 auch nicht anders gewesen. Und bei mir, aber ich merke es auch bei meinen Kunden, langsam das Interesse dann doch schon größer wird oder evaluiert wird. Ja, wir müssen oder wir dürfen demnächst umstellen oder mittlerweile auch einige Projekte, die ich persönlich gemacht habe, auf Version 7. Doch recht stabil und erfolgreich, trotz der großen Changes, die es doch mit gegeben hat. Ja, was haben wir vor? Eine kürze Zeit, die anderthalb Stunden, die wir zusammen mit geplant haben, wollen wir uns nochmal einen ganz kurzen Überblick verschaffen. Es gab ja in Summe dann, wie hat VMware netterweise angekündigt, 150 Changes und das größte Major Release in den letzten 10 Jahren, also doch erstmal große Hausnummer mit dabei. Und ich merke es ja auch bedingt durch die Schulungen, so den ersten Tag, wenn die das noch nie gesehen haben, die 7er Version, locken sich ein und sagen, naja, das kommt mir alles ja wie bekannt vor, dann unser vSphere Client, nur optisch, also klar sind kleine Modifikationen mit dabei, aber viele Sachen im Detail auch geschehen sind, die auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbar sind, oder manchmal auf den zweiten Blick nicht, aber spätestens, wenn man sich intensiver mit beschäftigt, doch feststellt, da hat sich eine ganze Menge mit verändert. Auch nochmal bedingt mit Update 1. Das wird dann auch nochmal Thema hier werden. Cluster Scale Enhancement genannt, wo wir neue Cluster Services FEMs bekommen haben. Das heißt, wir liegen von Ihnen eventuell schon auf Version 7 unterwegs sein sollten. Und planen jetzt das Update 1 auszurollen oder haben es vielleicht auch schon ausgerollt, die, wenn wir es bemerkt haben, dass plötzlich Service-FEMs auftauchen, die wir vorher so nicht kannten. Und da wollen wir auch mit Sinn und Zweck mal mit sprechen, was der Hintergrund dafür mit ist. Oder letztendlich, was habe ich für Vorteile als Kunde davon, Schrägstrich Admin? Oder was müsste ich berücksichtigen, das gleich im ersten Part ein bisschen ausführlicher mit zu beleuchten. Dann, wie hat er gemeint, gehen wir die wichtigsten Features noch einmal durch. Ein bisschen auch zum Lifecycle Manager. Das ist ja auch ein Kernfeature, was sie komplett überarbeitet haben in Version 7. Sagen der alte Update Manager. Einmal generell geholt, wie ich es immer nenne, plus eine komplett neue Logik.
Das heißt ja explizit dann nicht nur mit dem Paarzeit mit zu arbeiten, die wir schon kennen, mit den Baselines mit dabei, sondern dann die Möglichkeit zu haben, auch mit Images auszurollen, was ein völlig neues Konzept darstellt, aber der Use Case bleibt im Endeffekt derselbe. Das heißt, dass ich hier einen aktuellen Status habe und auch Mass-Matches bauen kann, die herstellerspezifische Add-ons mit beinhalten, wo ich sonst so etwas mehr Aufwand betreiben durfte oder von den Webseitenherstellern mit runterzulachen. Kurze Demo wird es dann auch mitgeben. Das ganze Live-System hatte ich dann noch mit vorbereitet, dass wir dann nicht nur Twitch im Background mit haben, auch keine Flash-Animation, sondern wirklich ein Live-System hier für uns geschaltet. Also einen ersten Eindruck zu bekommen, da schauen wir uns dann die Cluster-Service dann primär auch nochmal mit an. Auch die WAMI, da hat sich auch einiges verändert. WAMI auch ein feststehender Begriff seit einigen Jahren. Jetzt frage ich, ist eine WAMI? Wenn ich jetzt sage Port 5480, damit spätestens so dann klar mit werden, das weitere Interface, wo wir dann halt einige Post-Installation-Task oder Operational-Task halt machen können, die dann zwingend halt auch mit erforderlich werden. Dann das schöne Trainingsangebot von Fastlane in Verbindung dann mit den November Trainings. Da läuft ja auch noch eine kleine Aktion, die schon mal mit angekündigt, mit 20% Discount. Die wurde jetzt nochmal mit verlängert bis 31.12. dieses, sorry, wie gesagt, 31.1. Entschuldigung, jetzt geht's schon los. Sie war bis zum 31.12. diesen Jahres und wurde verlängert auf 31.01.2021. Wer plant, dort in nächster Zeit noch Schlung zu besuchen? Oder ich merke es bei mir, nächste Woche habe ich auch wieder eine große Runde mit knapp 15 Teilnehmern, also auch im Q4 hat das Thema immer noch wieder sehr gut gefragt. Auch im Hinblick dementsprechend dann noch auf die Zertifizierungsthematik, die wollen wir auch dann nochmal kurz mit anreißen, was sich da für Änderungen mit ergeben haben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo man selber auch vor dem Thema steht. Und zu überlegen, welche Prüfung soll es dann bei mir sein? Und die verbreitete Prüfung ist der VMware Certified Professional im Data Center Bereich, DCV Bereich bei uns ja. Und die machen sie ja mit den Jahreszahlen, also 2020. Wer es in diesem Jahr noch machen sollte, viele Tage haben wir ja nicht mehr, also kurz vor Weihnachten oder nächstes Jahr, so wie es angekündigt ist, wird es analog dementsprechend dann eine Zahl umgehen, aber die Prüfungsmodalitäten bleiben effektiv mit bestehen. Ja, wie Peter schon ankündigte, Q&A-Bereich, das heißt die Fragen, die während der Präsentation aufgekommen sind oder während der kleinen Live-Demo, da am Ende des Vortrags dementsprechend hier zu stellen. Und dann dementsprechend auch zeitnah eine kleine Antwort darauf mit zu erhalten. Das haben wir vor, in kürzester Zeit. Ja, jetzt hier auf alle 150 Changes einzugehen, das wird ein bisschen knapp werden. Das würde ich nicht schaffen, aber jetzt müssen wir schlagwortartig auch durchzugehen, was sich in Version 7 doch grundlegend mit verändert hat zu dem Zeitpunkt. Hat diesmal tatsächlich auch ein bisschen länger gedauert. Wenn ich zurückerinnere, sonst hast du alle 15, 18 Monate ein neues Zwischenrelease bekommen oder Major Release. War schon fast immer so, selbst bei der allerersten Version, wenn ich zurückerinnere, obwohl es Ewigkeiten her, darf man gar nicht mehr erwähnen. Da merkt man, dass man schon ein paar Tage dabei ist. CSX-Version 1.0.1.5 war das gleiche, oder 2er-Version und bis hin zur 5er, 6er-Version, 6.5 und 6.7. Wobei mir auch die meisten Kunden zurzeit auf einer 6.7er-Version aktuell laufen, die auch wunderbar supported mit ist. Muss, wer eventuell in der Lage schon wäre oder sagt, naja, ich habe keine 6.7er, ich habe sogar noch eine 6.0er-Version laufen produktiv. Den muss ich leider auch enttäuschen. Die ist seit März diesen Jahres indirekt dann auch direkt von VMware nicht mehr unterstützt. Also nicht, dass das System nicht mehr läuft, aber die Supportgespräche können dann arg kurz mit werden. Insofern muss ich ja schon eine 6.5er-Version oder höher aktuell zurzeit am Start mit haben. Deshalb vielleicht auch zu überlegen, Richtung Version 7 dann direkt zu gehen oder gehen zu können. Sofern ein Direct-Upgrade direkt möglich wäre. Und ja, wie immer, wie man sieht, unterteilt das in sechs verschiedene Themenbereiche an Changes, die sich mit ergeben haben. Aber auf der linken Seite die Kubernetes, wo wir uns dann auch ein Thema rausgenommen haben, hier auf der linken Seite mit Improved DRS.
was sich damit an Changes ergeben mit hat, in Verbindung auch mit dem Cluster und die Bewertungsschemata für die einzelnen Virtual Maschinen. Da haben sie Logik komplett mit überarbeitet, jetzt ein Scoring-System dementsprechend entwickelt. Da schauen wir uns dann, haben wir einen kleinen Überblick mit an, was das soll, beziehungsweise wo ist eigentlich der Vorteil? Warum bleibt man nicht bei dem, was jahrelang funktioniert hat, und abhängig von den Versionen natürlich damit stattfinden. Und die schon erwähnten Cluster-Service in Verbindung mit der sich indirekt daraus mit ergeben haben. In dem Zuge, dass sie dann auch neue Virtual Machine-Versionen gelauncht haben, die dann noch mehr Ressourcen adressieren können. Und daraufhin ist auch neue Hardware-Versionen entwickelt worden. Aktuell die Hardware-Version 17, wenn ich auf vSphere 7 bin. Wer schon Richtung Update 1 unterwegs wäre, ist auch. Novum darf ich nicht mehr sagen, sondern hat es in Version 6, 7 ja auch schon gegeben. Das gab es sonst vorher nicht. Sonst kamen die neuen Hardware-Versionen ja immer mit einem Major-Zwischenrelease. Heute haben sie mit Update 1 auch Hardware-Version 18 geschaffen, um noch einige weitere Features, wie zum Beispiel von AMD Security-Feature mit zu integrieren. Auch hier einige Ports. Was bringen mir die Hardware-Versionen? Hier schon mal schlagwortartig aufgelistet, die auch gleich mal erwähnt, angefangen mit Watchdog-Thematik bis zur Precision- und Clock-Unterstützung mit dabei. Im Storage-Bereich hat sich diesmal nicht allzu viel getan. Das wäre doch eher in den 6er-Versionen recht stark fokussiert. Wenn man mal zurückdenkt, was da alles gegeben hat mit den Virtual Volumes, ne, Faser-Provider, VAIO, die schönen Schlagworte, erstmal sehr theoretischer Art. Aber nachher auch recht praktisch anzuwenden, wenn ich den Visa zum Beispiel integriert habe und so weiter. Diese Version an die Protokolle, die dann etwas preferred auch LMA kompatibel mit sind, ganz den NVMe-Thematiken, wie es RoCE und RoCE 2-Protokoll, das sind so die kleinen Highlights, die es mitgegeben hat. Plus Bedingungen, die noch in der Welt unterwegs sind mit Raw-Device-Mappings. Ist ja auch, was ich gesagt habe, Dinosaurier. Stimmt auch tatsächlich, wenn man zurück überlegt, wann RDMs eingeführt worden, wofür sie mal eingeführt worden sind. Letztendlich für Cluster Solutions, VMware-Umfeld, um physikalischen Cluster zum Beispiel in Failover in einer Maschine mit zu ermöglichen. Oder Across Boxes oder zwischen Boxes halt mit zu gehen, zwischen jeweiligen Hosts. Auch das in Version 7 noch möglich. Aber wir haben noch eine Alternative, die ich persönlich recht geschickt technisch gelöst finde, nennt sich dann Shared VMDK Files, wo ich dann die Windows Server Cluster Support Unterstützung dementsprechend mit habe, um eventuell meine LLMs halt ablösen zu können. Das sind so die Themenbereiche im Core-Virtualisierungsbereich. Dann Lifecycle Management. Da werde ich später noch ein bisschen näher mit drauf eingehen. Neuen Update Planner und den Lifecycle Manager halt selber. Plus die vCenter Profiles Architektur. Dann auf der rechten Seite, dritte Säule, beginnt dann hier mit Zertifikatsmanagement, auch erheblich vereinfacht, weil in 6er-Version doch mal recht spannend mit der VMCA oder auch den internen Zertifikaten für die jeweiligen Services. Das dann hier auch weitestgehend sogar über den vSphere-Client halt handeln zu können und nicht mehr zwingend das Zert-Tool halt mit nutzen zu müssen, über die Command-Line mitzugehen. Also ein Part daraus. Dann Authentifizierungsmöglichkeiten vom SSO, Single Sign-On vom PSC, was sie auch nochmal redesignt haben, in der Form, dass ich eine Alternative habe. Und Unterstützung, dementsprechend das Ganze zu delegieren. Wir haben auch noch ganz kurz mit anreißen das Thema und dadurch bedingt eine Möglichkeit zu schaffen, zu sagen, SSO-Mechanismus vom Ember dann auch indirekt nicht mehr nutzen zu müssen, sondern der Token kommt von der externen Source. Und sobald ich da einmal authentifiziert bin, würden auch die Solutions halt als authentifiziert halt mit gelten, die ich dementsprechend in meiner Umgebung im vSphere-Bereich mit hosten würde, zu dem Zeitpunkt. Ja, und das Thema Verschlüsselung von Virtual Maschinen, was ja in Version 6.5 gestartet wurde, jetzt in Version 7 mit einer Trust Authority-Lösung dennoch ein wenig weiter fortzuführen und auch Möglichkeit zu schaffen, sogar das vCenter selber jetzt auch verschlüsseln zu können. Was zugegebenermaßen noch nicht allzu viele Kunden aktuell mit tun. Aber zumindest in Zeiten, wo Security mehr und mehr Thema wird, ne, Heimatschutz, Cybercrime und so weiter, hört man auch sehr häufig in Projekten, dass das sehr stark in den Fokus mit rückt.
hat VMware letztendlich auch einen Beitrag dazu noch entwickelt, nachdem ich on-prem bleibe oder dann off-prem halt gehe oder letztendlich mal vereinfacht ausgedrückt Daten noch außer Haus geben zu können und dadurch bringt die Möglichkeit zu schaffen, den Private Key am Unternehmen zu halten und selbst wenn die verschlüsselten Daten jemand unautorisiert in die Hände fallen würden, dass er zumindest rein technisch erstmal nicht viel damit mit anfangen kann. Dein kleiner Port, Developer Services, da haben Sie auch noch einige Sachen schon angefangen, auch Version 6.7 ins vSphere Client zu integrieren. War auch das Code Capturing mit dem Dev Center, vielleicht für den anderen auch nochmal eine interessante Variante. Wer sagt, naja, ich kenne das alles schon, ich mache immer ein PowerShell und grafische Oberflächen nicht so zwingend meins in der Verbindung. Bleibt alles mit beim alten APIs, die es halt mit gibt. Haben Sie auch noch mit optimiert oder wenn ich Vollautomatisierung fahren will, im gesamten Cloud-Bereich. Den größten Change, den hat es tatsächlich dann in der Architektur gegeben, Integration vService Kubernetes, wie es jetzt in der 7er Version erstmal hieß. Das ist aber auch schon wieder so ein bisschen Geschichte, zumindest von der Namensgebung her. Man merkt, wird man es manchmal sehr schnell. Heute für eine Begrifflichkeit vService Tanzu, was vielleicht ein bisschen besser mit beschreibt, wie man letztendlich dann auch eine Möglichkeit hat, containerbasierte Lösungen nativ auf der Hypervisor-Infrastruktur dann auch hosten zu können. Weil das ein bisschen ein größeres Thema ist, weil dafür brauchen wir im Endeffekt eine Vollvirtualisierung. Das steht auf Cloud Foundation hier. Das heißt, in Verbindung dann mit NSX, gegebenenfalls Visan oder neuen Cloud Foundation 4.0 ging es ja los im März. Auch da gab es schon den nächsten Zwischenschritt mit Version 4.1. Das Thema hatte ich in der ersten Web-Session dann ein bisschen ausführlicher mit vorgestellt. Da will ich hier in dieser Session nicht weiter mit drauf eingehen. Aber auch da, wenn es ein bisschen mehr interessiert, vielleicht Werbung zu machen. Da gibt es sogar mit auch einen 3-Tages-Workshop, der sich nur mit dieser vSphere dann so Thematik mit beschäftigt, also den Fokus damit zu haben, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Wenn ich sage, von der DevOps-Seite halt mit zu gehen, ne, unsere Ressourcenthematiken da auch sinnvoll abbilden zu können, mit der gesamten Architektur und den neuen Control-Planes, die geschaffen worden sind, oder auch den Supervisor-Clustern dementsprechend. Oder wenn ich von der Development-Seite her komme, Entwickler bin, und dann auch noch meine Sicht sagen, der Dinge mit habe, wie es ja auch sein soll, habe dann mein kubectl zur Verfügung. Was da im Hintergrund läuft, passiert auf unserer Seite. Für den Entwickler vielleicht ganz entscheidend, für uns dann halt schon. Aber ein sinnvolles Zusammenspiel zu haben, das ist ja neue Zielsetzung, zumindest mit der Produktsuite, die hier mit an den Start gegangen ist. Deshalb also doch eine ganze Menge Changes, die sich dann hier auch auf den ersten Blick mit ergeben haben. Und wir starten, wie schon angekündigt, dann hier mit dem kleinen Part erstmal vom DAS Enhancement. Ist ja auch wirklich ein, sag mal, uraltes Feature, jetzt nicht negativ gemeint. Und ich erinnere die Zeit, weil wir sogar einen Innovationspreis dafür bekommen hat, aber die Vmotion-Technologie dann noch nicht so alt und bewährt wie heute. Gab es DAS kam in 3.5er-Version, ja, also auch schon ein paar Jährchen mit her, darf man gar nicht groß erwähnen. Dass die Technologie damals auch schon existent war. Zielsetzung ist dieselbe, wie auch im Projekt heute auch. Das heißt, Konsolidierungsraten auf Grundlage von Workload-Entscheidungen dann mit zu optimieren. Und das war Jahre oder Jahrzehnte lang immer so: Bewertungsschema, Auslastung meiner Host. Das heißt, ich habe mein Cluster aufgebaut, wie gewohnt, meine 3, 4, 5, 10 oder auch 20 Host im Clusterverbund. Und dann hat das vCenter erfahrungsgemäß angefangen, Performance-Werte zu monitoren, dementsprechend dann der DRS-Algorithmus interpretiert hat, je nachdem, welche Schwellwerte man eingestellt hat, wie schnell darauf reagiert werden soll. Also dementsprechend habe ich es eher auf Aggressive gestellt, den Schiebeschalter, wer das Feature im Einsatz hat und kennt, oder ein bisschen mehr auf Konservativ, habe ich dann mal Migrationen gesehen, um möglichst den Workload gleichmäßig im Cluster mit zu verteilen, damit es ja nicht zum Ressourcen-Impact kommt. Ja, kennen alle, klassische Grundfunktionalität vom DAS. Ja. Dann ging es ja weiter mit den gesamten Regelwerken und so weiter. Da hat sich in 7 dann in der Form so nicht direkt was getan. Aber die Logik in 7, die haben sie komplett redesignt und damit überarbeitet. Das heißt, wir haben jetzt eine Einzelbewertung immer pro VM in Form eines Scoring-Konzeptes. Scoring, ja, bekanntermaßen, zumindest hier bei VMware, geht es von 0 bis 100% Punkten.
Und der errechnet sich dann aus den einzelnen Werten, die Wärme als Kriterium mit herangezogen hat. Also sind de facto mal die gleichen Kriterien wie CPU Memory, Netzwerkauslastung bedingt auch hinzukommen, um jetzt hier mit der Maschine einzeln zu bewerten. Das auch schneller zu tun als im alten Algorithmus, das heißt pro Minute wird halt analysiert werden, bekommt tatsächlich die VM die Ressourcen, die sie explizit halt auch für die Application Services gerade mit benötigt. Da soll im Screen nicht das rauskommen, was wir gerade im Screenshot sehen. Das wäre nicht so schön, weil da hätte der erst nicht das gemacht, was es soll. Oder wir haben tatsächlich einen hohen Impact mit dabei. Das heißt, hier soll dann ein Wert auftauchen, der nahe 100 mit liegt. Das heißt, die angeforderten Ressourcen würden dann halt optimal über den DS-Cluster tatsächlich dann auch zur Verfügung gestellt werden können. So sieht es dann aus. Da schauen wir uns gleich einen kleinen Live-Demo auch mit an. Da auch nicht nervös werden, wenn er sagt, oh Moment mal, ich habe es gerade eingeschaltet und warum sind die Werte denn so schlecht? Wenn man 2 Minuten später raufschaut, da erstmal ein klein bisschen Geduld. Auch hier müssen erstmal die Werte gesammelt bzw. bewertet werden. Und dann würden eventuell auch schon die ersten Migrationen mit stattfinden. Dann zu dem Zeitpunkt auch hier wieder möglichst ein optimalen, gebalancetes System mit zu bekommen. Und der Zielsetzung, das ist ja der kleine Nebeneffekt, den aber auch auf entscheidender Ebene natürlich, der nicht ganz unspannend wäre. Thema Kostenreduktion, dass ich auf meinem Host dementsprechend, Host-Cluster, doch einige Workloads mehr darauf konsolidieren kann. Vor allem, wenn ich konträre Workloads habe im Unternehmen, tagsüber, wenn die Leute jetzt anfangen zu arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind, dann geht es ja los, dann ne, 7, 8, 9, 10 Uhr spätestens, oder manchmal auch früher oder später mit dabei. Dann die kleine Mittagspause zwischendurch, je nachdem, Kinder aus dem Kindergarten zu holen, Schule, sonstiges. Kleinigkeit zu erledigen oder dann weiterzuarbeiten im Homeoffice und die Last geht dann langsam wieder mit rauf, natürlich. Und dann gegen Nachmittag, 15, 16, 17, 18 Uhr, die Workloads wieder runterzugehen und dementsprechend auch die Systeme dann halt anders auch indirekt dann gebalanced werden können, wenn ich auch noch einen Tages- und Nachtbetrieb habe, um die anderen Prozesse mit hochfahren zu können. Das wäre auch die Grundfunktionalität mit dabei. Und durch die Einzelbewertung, das kann man sich übrigens auch im Detail nochmal mit anschauen. Hier nochmal ein vorletzter Screenshot zu dem Part. Das heißt, hier haben wir jetzt ein Scoring von den einzelnen VMs, wie schon mit erwähnt. Ja, bei mir sieht es hier ganz gut aus in dem Bereich. Alles über der 90er-Marke. Und dann habe ich die Einzelkriterien, ja, ist Active CPU, Use CPU-Bewertung, also all die Performance-Werte, die wir im Endeffekt ja eh schon kennen, wenn wir uns mit Performance-Lösungen beschäftigt haben. Bietet das vCenter über den Hypervisor auch eine ganze Menge Möglichkeiten oder. Wer das letzte Webinar von mir mitgehört hat, da hatten wir das ja mal als Schwerpunkt, ein Thema, eine Performance-Analyse, eine Vorgehensweise, wo ist was zu finden. Zumindest die Basic-Sachen dann hier auch einmal mitgenommen zu haben an der Stelle. Das, was wirklich Neues oder zumindest sich anders darstellt. Und fällt am Anfang vielleicht auch auf dem Upgrade-Pfad. Also ich muss die erst irgendwie auch nicht neu konfigurieren. Man sagt, was ist da mit meinen Regeln? Dann muss ich die irgendwie neu einstellen. Nein, die Regeln, meine Affinity- oder Anti-Affinity-Rules. Oder auch die Host-Regeln bleiben dementsprechend mit bestehen. Plus ich habe ja auch ein etwas anderes Balancing-Verhalten. Bisschen mehr angelehnt, wer aus der VROP-Schiene kommt, jetzt auch kennen. Da habe ich ja auch ein ähnliches Bewertungsschema zur Verfügung. Deshalb werden wir in der Sicht dann so ein bisschen angeglichen an der Stelle. Ja, was gibt es noch zu sagen zum DS? Scalable Shares, jetzt hier nicht explizit erwähnt, aber zumindest dann nochmal so im Nebensatz, auch einer meiner letzten Vorträge, ist auch in Zusammenhang mit DS mit geschehen. Das heißt, wenn ich mit Ressource-Pools arbeite und dort eine Skalierung dementsprechend automatisch haben will, ist das ein Feature, was dann DS dann in der Version 7.9 hinzugekommen ist. Und dann ab den 1, da haben wir dann sollten wie es für Cluster-Services bekommen. Ich habe auch die Beta-Phase mitgemacht oder ich bin am Beta-Programm mit drin von VMware. Da hat man die Möglichkeit, hier dann sich das bedingt schon ein paar Tage früher anzuschauen. Und ja, dann hat die auch wie gewohnt ein Upgrade gestartet. Hatte die Release-Notes noch im halben Auge gelesen. Habe ich aber gewundert, warum plötzlich ein Task unten losläuft. Da steht was von Deployment. Hängt was Deployment, um jetzt neue Maschinen auszurollen, ist eigentlich gar kein Task in der Umgebung, der es irgendwie antriggern könnte. Ja, und wie es herausstellt, ist ein Systemprozess mit dabei.
der jetzt dafür sorgt, dass im Hintergrund Linux-Appliances ausgerollt werden auf Photon-Basis. Nicht mindestens zwei Stück. Das sind hier die VCLS-FEMs gekennzeichnet. Und wenn der Cluster größer wird, also mehr als drei Hosts oder gleich größer, drei genannt, dann werde ich auch noch ein drittes VLS-System bekommen. Nicht grundlegend eine FEM pro Host, die Bestandteil des Clusters mit ist, des DS-Clusters mit wäre. Tja, was soll das Ganze jetzt? Wo liegt der Vorteil? Wozu muss ich jetzt zwingend hier noch weitere Ressourcen in Form einer Control-Plane halt mit nutzen? Das ist die Überlegung, Thema vCenter. Was passiert, wenn das vCenter Thema Verfügbarkeit ausfällt? Welche Services verloren gehen? Ja, wieso, das wissen wir ja. Was soll die komische Frage in Anführungsstrichen mit dabei? Ne? Und das war jetzt die Schwachstelle auch mit gewesen. Das heißt, HA läuft immer weiter. Das kann man jetzt vCenter ja im Effekt ja auch mit sich selber halt mit absichern. Aber weitere Services wie das DS werden zu dem Zeitpunkt, wenn es vCenter offline halt geht, aus welchem Grund auch immer, dann halt auch nicht mehr erreichbar. Und das wollten wir ändern. Im Endeffekt sagt ja, obwohl das vCenter nicht zur Verfügung steht aktuell, durch die VCLS-FEMs bleiben diese Services dementsprechend mit bestehen. Deshalb sind jetzt auch System-FEMs, das heißt, man sollte nicht auf die Idee kommen, die irgendwie anzufassen, zu editieren oder mit zu löschen. Zumindest offiziell supported ist das so. Auch da ein bisschen näher mit beschäftigt. Ich werde euch auch einen kleinen Live-Domain nochmal kurz mit zeigen, was damit mit geschieht. Das heißt, das sind gemappte Services. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen ölen. Das sind die Systemservices, die im Effekt von der vCenter Appliance mitgesteuert werden und Systemobjekte direkt in das Clusterobjekt mit gebunden sind zu dem Zeitpunkt. Das heißt, alles normal verläuft. Und das tut es in der Praxis ja meistens. Wenn ich habe vielleicht einen kleinen Troubleshooting-Incident mit dabei, damit man solche Meldungen nicht mit sehen, jetzt hier am Screenshot dargestellt, dass halt diese Cluster-Services aus welchen Gründen auch immer nicht ausgerollt werden konnten zu dem Zeitpunkt. Ja, wie kann man sich so ein Cluster-Service jetzt vorstellen als FEM? Das liegt als OVF-Template mit vor. Und wie es hier auch zu lesen ist, wird, wie ich ja schon erwähnte, auch vom vCenter dementsprechend gemeldet, sobald ich ein Clusterobjekt mit einem DS oder HA-Service aktiviere. Dann werden die FEMs ausgerollt werden auf dem Shared DNS Store. Ich sage, was passiert, wenn ich kein Shared DNS Store habe? Ich habe nur lokale Platten in meinem Verbund. Ah, wobei natürlich ein DS-Cluster dann schwierig wird, weil ich ja so kein Shared Storage mit dafür zur Verfügung habe. Ein Thema Fehler bei Design. Anyway. Aber auch da lässt es keinen Grund, diese Services dementsprechend automatisch auf lokalen Disk ausgerollt werden, auch wenn das vielleicht wieder nicht ganz der Sinn und Zwecken der Use Case mit wäre. Mit Ressourcen hier recht reduziert, mit einer VCPU und man lesen kann 128 Megabyte an Memory und einer 2 GB Harddisk. Das jeweils auf dieser Cluster-FEM. Kleines Mini-Betriebssystem drauf, das Routern und da laufen dementsprechend mit Control-Plänen die Service im Endeffekt vom vCenter, die dann indirekt für das DS halt mit zuständig werden. Kann man auch sehen. Schauen wir uns da in dem Moment an. Finde ich als Objekt. Dann als mit Maschine, hier mit VCLS. Ja, unter Klammern, wenn es die erste ist, für mich bekannt, die erste FEM, zweite, dritte, vierte oder die folgende, die jedenfalls auch gelöscht oder auch neu ausgerollt werden könnte. Das erstmal so als ersten kleinen Part zu der Thematik. Und jetzt auch gleich das mal praktisch angeschaut. Wo ist das Ganze zu finden? Mit an der Stelle. Und dafür habe ich hier ein kleines Labor vorbereitet. Das ist jetzt hier schon die Version 7, wie man nur indirekt erkennen kann. Ja. Optisch sagt ja, wieso? Die Icons kenne ich ja. Ne? Der Aufbau, da hat sich wirklich nichts groß verändert. Also von Namensgebung hier Lifecycle Manager, ja, das ist ein Change, der dementsprechend dann tatsächlich auch stattgefunden hat. Wenn ich dann ins Inventory schaue, ja, habe ich hier meine verschiedenen Objekte mit dabei, wie bekannt.
Ich habe ja schon einen kleinen Cluster aufgebaut mit drei Hosts, wie man sehen kann. eSixer 1, 2 und 3. Lineare Linux-Systeme, die im Cluster mitlaufen. Und registrierte Windows-Systeme ebenfalls auch mit zu finden. Hier habe ich dann einmal die Cluster-Services aktiviert. Kann man hier auf der rechten Seite, wenn man unter Configuration geht, dann dementsprechend halt auch indirekt halt mit sehen. Das heißt, für die Services dementsprechend dann halt mit laufen, sofern sie aktiviert halt sind, das dann halt zu schauen oder ein Configure, das dementsprechend dann noch einmal mit halt zu, sorry, dann dementsprechend hier noch einmal dementsprechend drauf zu gehen und dann den Status und den DS Services, hier sehen wir es nochmal, habe ich alles auf Default gelassen, auf Fully Automated. Also jetzt keinen großen Change mit gemacht. Dann wird der Status hier auch mit auftauchen, was wir gerade im Screenshot schon gesehen haben. Na, bei mir schaut es ganz gut aus. Wie wir sehen, die 96% Bewertungsscore, na, so soll es mit sein. Und auch die Cluster Services, Health Status, wunderbar. Der ist grün. Das heißt, die VMs wurden erfolgreich, dann dementsprechend auch deployed. Kann jetzt hier auf der linken Seite nicht direkt mit sehen, im Inventory. Würde man ja vermuten, wieso, das ist doch eine ganz normale VM, hatte ich ja gerade erwähnt. Aber warum taucht dementsprechend denn hier nicht mit auf? Die haben sie einmal gruppiert. Die würde ich, wenn man sich anschauen möchte, dann finde ich sie dementsprechend hier nur in der Virtual Machine und Template-Ansicht. Da ist ein Folder erstellt worden mit VCLS und darunter dann die drei jeweiligen System Files. Das heißt, auch hier könnte ich ganz rein technisch gesehen auch eine Konsole mit starten, werde allerdings dann auch den Warnhinweis bekommen. Er sagt: Achtung, ja, wie ist der Cluster Service Match und so weiter. Wer sich ein bisschen näher mit beschäftigen will, es gibt ja auch einen recht guten KB-Eintrag zu dem Thema. Wenn ich jetzt das Ganze bestätige, kann ich trotzdem aber eine Session halt effektiv halt mit aufmachen. Das war jetzt noch nichts viel Spannendes zu sehen, außer Login-Prompt für das Photon mit dabei. Was ich jetzt nicht verrate, das ist auch kein Geheimnis. Es gibt auch eine Möglichkeit, dann an das System-Passwort mit zu kommen. Wie man auf die Command-Line gehen will, weil die Zeit und Lust hat, sich da mal ein wenig mit umzuschauen, was jetzt für mein Operating nicht zwingend notwendig ist. Ja, die komplett gemanagt werden über das vCenter. Deshalb sind auch sämtliche Aktionen halt ausführbar. Oder in dem Moment, wo ich hier wirklich, da machen wir mal aber einen Hardstop, geht ja auch, aber zu killen, also das bitte nicht nachmachen, zumindest nicht bei Produktivsystemen, das wäre dann nicht so im Sinne des Erfinders. Aber hier in einer Live-Demo, da dürfen wir erstmal, was Spaß macht, beziehungsweise was wir im Produktivsystem halt nicht machen sollten. Man muss das ja nochmal aktiv auch bestätigen, dass ich jetzt einen Hardkill-Prozess starte. Dann würde hier, es dauert einen kleinen Augenblick, das System tatsächlich offline mitgehen. Oder man merkt auch schon, obwohl ich es jetzt gekillt habe, wird sofort wieder recovered mit werden. Geht indirekt dann auch wieder mit hoch. Oder wenn ich schnell genug bin, oder nehmen wir mal ein zweites System. Da könnte man technisch gesehen, das ist dann eher so eine Sache für Skripte. Habe ich mir auch mal ein, zwei Sachen einmal durchgetestet mit dabei. Das heißt, wenn System offline geht und man schnell genug ist, na, jetzt war ich doch nicht schnell genug, kann man es dementsprechend hier auch mit löschen. Das heißt, wenn ich Incidents und so weiter mit wären, System runter zu fahren, auszuschalten, auch zu löschen, damit automatisch auch ein neues System halt ausgerollt werden. Also hier kann man im Endeffekt nicht viel übersehen. Wenn da einige Kunden hier, die auch schon Version 7 im Einsatz haben und seit kurzem auch Update 1 mit sind, wie schaut es mit Wartungsfenster mit aus an der Stelle? Oder wenn ich mit Maschinen verschieben möchte oder muss. Also VCS sollte auf jeweils einem getrennten Host mit sein, was defaultmäßig auch so wäre. Schauen, ob das hier auch stimmt, was ich gerade erzähle. Jo, erstes System bei mir auf dem eSixServer 1, schaut gut aus. Zweites auf dem eSixServer 3.
Und in diesem Fall haben wir ein Mismatch, da ich den Hardkill gerade gestartet habe. Also sie hat mir jetzt eine Situation, die eigentlich so nicht gewollt ist. Habe relativ Kleinklasse mit drei Host. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach dem Wartungsfenster eventuell auch alle mit den Maschinen auf einen Host migrieren musste, dann darauf zu achten, was technisch gesehen das System Agent heute noch nicht in der Form macht, dass ich sonst mit klassischen Vmotion-Feature jetzt sage, hier migrate. Auch den Warnweis darf man hier dann ignorieren an der Stelle. Ich sage ja, das weiß ich, aber der Prozess ist leider nicht automatisch abgelaufen, sodass ich dann hier manuell das System per vMotion dann halt auch auf den richtigen Host switchen kann. Gleiches gilt für Data Stores. Auch hier wird erstmal Default Data Store halt ausgewählt werden, Shared Data Store. Wenn ich sage, naja, den möchte ich aus bestimmten Gründen nicht haben, Thema Tiering-Klassen, Storage-Klassen. Kann man das auch genauso mit der Storage-Vmotion-Funktionalität dementsprechend dann umziehen lassen, wie gewohnt. Wie gesagt, wir haben Option, Chain Storage auszuwählen. Und packen wir es auf dem NFS mit drauf. Na, obwohl das könnte doch, das reicht nur aus. Gerade gerechnet, ist ja jetzt ein bisschen knapper bemessen. Kleine Produktivumgebung. Damit dementsprechend jetzt hier das Storage-Vmotion-Prozess dementsprechend auch mit durchlaufen. Also alles wie gehabt an der Stelle. Und damit sind die System-Frames auch da, wo sie letztendlich dann auch mit hingehören. Was gibt es noch zu erzählen zu dem Part? Jetzt seit knappen 2 Wochen. Wer von Ihnen schon das neue Scala Heads Check kennt oder auch nutzt, wer es nicht kennt, sonst ja mal kurz gezeigt, schon mal vorweggenommen. Habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich Firmware es gestatte, meine lokalen Config-Daten analysieren zu dürfen und den Customer Experience Programm, Improvement Programm halt zuzustimmen. Dann müssen wir da Datenschutzgrundverordnung bei Ihnen klären, wie weit das dann bei Ihnen konform mit wäre. Sagen, ja, Firmware darf halt online analysieren. Dann gehe ich auf mein vCenter, habe den Punkt Monitor und darunter Scala Heads zur Verfügung. Scala Heads wurde schon mit den 6.7er Version mit dem vSphere Client eingeführt. Und die Checks, die werden kontinuierlich erweitert, auch mit der Update 1 Version, beziehungsweise jetzt mit den Cluster Service Checks. Das würde ich hier dementsprechend der Compute Health Check finden. Und das sollte so aussehen wie bei mir hier. Also erstmal allgemein, na, Cluster, dass hier keine Issues aufgetreten sind und meine Cluster-Frames dann auch sauber ausgerollt werden konnten zu dem Zeitpunkt. Schaut gut aus, so soll es dementsprechend auch sein. Wie man merkt, wenn man schon gerade drauf ist, auch erst kleine Anmerkung, auch wenn nicht nur eine Sache gecheckt im Cluster-Service-Bereich, sondern mittlerweile auch sehr viele anderen Checks, die mit ablaufen können. Das haben wir bei mir auch 132 Stück, die erfolgreich durchgelaufen sind, wo keine Beanstandungen halt waren. Wenn es Issues gibt, oder was ich sehr gut mittlerweile finde, habe ich es uns früher so auch nicht direkt genutzt, am Thema Security-Issues. Wer es in den letzten 1, 2 Monate mitbekommen hat, da gab es doch einige andere Vektoren und dementsprechende Fixes vom VMware zu dem Thema. Da hat man es ja sonst so gemacht, oder ich mache es zumindest so, steht es auf dem E-Mail-Verteiler drauf, kriegst dann halt eine Benachrichtigung, ja, folgendes Issue ist halt mit aufgetreten. Dann gehst du hier rauf auf die Webseite, schaust das Ganze dann an, wie ist es klassifiziert? Snowball-Anfallsvektor halt mit da oder die Sachen jetzt hier im November halt mit waren. Wie ist das Ganze zu werten? In diesem Fall auch ein kritischer Part. Vektor 8,8 bis 9,3. Und da kann ich ja sonst noch mal ins Detail mit hineingehen. Und hier sehe ich dementsprechend dann, wann eine Issue-Date halt mit war, am 19.11., also auch gar nicht so lange mit her. Dann halt nochmal die Aktualisierung, die Wärme dementsprechend hier gemacht hat. Das waren wesentlich dann auch die Patcher, das war die USB-Controller-Thematik mit dabei. Und hier sehe ich dann, welche Produkte es effektiv ja auch betrifft. Und da steht dann auch die Version 6.7 drauf, 6.5, 7.0 und so weiter. Und dann die Fixes, mit welcher Version das dann gefixt worden ist, nämlich mit ESXi Version 7.0 Update 1 in der B-Variante. Oder Workarounds, sofern noch keine Fixe existent sind, oder ich sage, ich kann aus bestimmten Gründen nicht auf das letzte Patch-Level auf dem Host mitgehen.
Das war ein Prozess, der manuell abzulaufen ist. Und hier habe ich das indirekt dann automatisiert. Zumindest der Hinweis, der Health-Check taucht hier auch auf, ob halt solche Security-Issues jetzt hier allgemein im Produktivsystem existent mit wären. Also da geht wie immer so einen kleinen Weg Richtung Automatismus, wenn ich nicht andere Mechanismen habe, die das dann auch automatisiert halt aufdecken können. Das ist erstmal so ein kleiner Einstieg in die Live-Demo-Thematik, zumindest das, was wir hier uns dann indirekt mit mal anschauen. Da komme ich gleich nochmal auf einen Punkt darauf zurück. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Zur Version 7. Wenn wir uns die Säule anschauen, Corporatization, was hat sich verändert? Ja, fast same procedure as every year. Ist ja bald wieder soweit zu Silvester. mit Sophie, ne? Ja, doch recht verbreitet, aber zumindest hier bei uns im hohen Norden dabei. Also auch bei VMware letztendlich der gleiche Weg mit der neuen Version. Gab es eine Aktualisierung, dementsprechend Support der Hardware-Devices. Ist ja auch nicht mit ausgeblieben. Das einmal durchzugehen, ist was Attraktives für mich mit dabei. Oder wenn eher neue Hardware-Change ansteht, Schwung oder Sprung von nur 10 Gigabit auf 40 Gigabit Interfaces oder sogar noch eine Stufe höher zu gehen Richtung 100 Gigabit, sofern das irgendeinen Sinn mitmacht. Und dann auch die LMA-Thematiken, jetzt Marvels oder die neuen Farbe-Channel-Karten, die 64 Gigabit Unterstützung, sonst eher der Begriff QLogic vielleicht bekannter, aber wurden ja auch aufgekauft. Und das ist ja, fast wie in der Version, schaust du nach, was ist supported in der Edition, an der Hardware, der Hardware-Modell, servertechnisch, was ich plane, halt dann dementsprechend auszurollen. Wenn ich sage, ich bleibe bei meinen Dell-Servern oder HPE-Servern oder mein Cisco UCS-System, um mal drei mit zu nennen, um jetzt ja nicht benachteiligen zu wollen, stehen ja auch alle auf der Liste mit drauf, dann sollte man wissen, in der 7er Version sind die Requirements doch ein wenig nach oben gegangen, was die Storage-Kapazitäten lokal angeht. Und hier auf dem Slide nachzulesen, wir brauchen zwingend 40 GB lokal, wenn man E6-Server neu ausrollen würden, nämlich 8 GB zweimal für die Bootbanks, zweimal für Gigabyte, plus dementsprechend aber die 32 GB lokal für die gesamte OS-Data-Part, das ist das, was sie neu mitgebaut haben an der Stelle. Das heißt, bei mir auch an den Kunden auch schon evaluiert, die kleine SD-Cards lokal haben mit 8 oder 16 GB. Das wird dann so nicht mehr in der Form ausreichen. Da müsste ich tatsächlich auch bei Bestandshardware dann nochmal nachrüsten, wenn ich supported Schrägstrich die E6-Server in Version 7 neu ausrollen möchte. Und Plan B, wenn man es nicht berücksichtigt, dann gibt es da so komische Upgrade-Effekte. Also komisch heißt, es ist ein Teil der Ressourcen als RAM-Disk mit dabei und so weiter, was ja nicht wirklich schön ist. Deshalb hier einen sauberen Weg zu gehen, als müsste ich das so machen. Dann hier dann auch die neuen Requirements dann im Hinterkopf zu haben. Upgrade selber geht aus den bekannten Major Releases wieder mit hervor, die jetzt hier genannt sind. Das heißt, wenn ich eine aktuelle Version 6.5 habe oder 6.7, kann ich einen Direkt-Upgrade machen, direkt auf die Version 7. Soll ich auf Version 6.0 sein, dann müsste ich ja halt einen Zwischenschritt gehen auf 6.5 oder 6.7 oder eh komplett neu auszurollen, wenn ich sage Upgrades. Möchte ich nicht machen. Ich nehme die Config halt 1 zu 1 mit entweder gescriptet oder über einen anderen Pfad, dass halt die E6er dann tatsächlich dann auch neu deployed werden könnten zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn ich das alles gemacht habe, in dem Zuge vielleicht vorher nochmal zu evaluieren, was gibt es da halt Neues Unterstützung auf E6er-Seite mit dabei? Und Thema NTP, ja, brauche ich nicht zu so viel sagen. Zeitserver ist natürlich immer einzutragen, aber es gibt was Neues, nämlich Precision Timeblock Protokoll, was etwas genauer halt noch mit ist. Auch das unterstützen Sie jetzt sowohl auf E6-Host-Ebene als auch später auf Virtual Machine-Ebene. Also Use Case aus der Praxis heraus, wenn ich Realtime-Applications habe oder im Börsenumfeld vielleicht unterwegs bin, Realtime-Trading und so weiter, da zählt ja wirklich dann jede Millisekunde mit dabei. Und da kann PTP dann zumindest auch auf der virtuellen Seite mittlerweile auch dann abgebildet werden. Das heißt, hierzu werden Configuration Part mitarbeitet. Hier sehen wir es einmal im Screenshot dargestellt unter Configure, wo auch die Time Configuration für NTP zu sehen ist.
darunter dann halt G für PTP. Das war eine Change. Ja, was hat sich noch geändert? Hardware-Support-Unterstützung. Das kam mit Update 1 in Version 7. Wer nicht auf Intel setzt, also Richtung AMD-Prozessoren geht, oder auch core-technisch, wann haben wir es gehabt? Im August letzten Jahres die 64 Cores mit neuen ROM-Prozessoren, die auch eine sehr hohe Konsolidierungsrate letztendlich mit ermöglichen. Aber AMD hat auch in anderen Schiene einen Fokus mit gesetzt. Wer sich damit schon beschäftigt hat oder Schlagwort schon mal gehört hat, ne, Thema Secured Virtualization with Encrypted State. Das ist ein Hardware-Feature, das von AMD mitentwickelt worden ist und was VMware transparent ermöglichen würde, effektiv dann jetzt auch eine Hypervisor-Infrastruktur halt dazu zu stellen. Und dafür brauchen wir letztendlich nicht viel Voraussetzungen. Oh, klar, die Hardware von AMD, das macht keinen Sinn. Das einmal dementsprechend dann soweit im BIOS auch mit zu aktivieren, wenn es halt nicht schon aktiviert wäre. Also, wenn man ganz kurz zur Erklärung, wenn man jetzt nicht vertraut ist und mal zurückgegangen an der Stelle, was macht jetzt dieses Hardware-Feature, hier einmal nachzulesen, jetzt die Möglichkeit halt auch die VM komplett indirekt halt zu protecten, also auch gegen den Hypervisor mit zu protecten. Das heißt, wenn auch hier irgendwelche Issues zum Beispiel mit Spectre und Co., es hat das ja alle doch recht hart betroffen, in Anführungsstrichen, vor gut 2 Jahren. Ging ja auch durch die Presse da heute noch die Nachwehen dabei. Das wäre halt dann hier ein Part, der so halt nicht auftreten kann. Nur mal als Beispiel mit genannt. Und von der Architektur ändert sich nicht viel. Wir müssen halt dementsprechend nur dafür sorgen, dass wir hardware-technisch das ganze Feature im BIOS aktiviert haben. Und wie schon erwähnt, wir brauchen zwingend Version 7 Update 1. Weil dafür wäre dann eine neue Hard-Version mit erforderlich. Und das ist die Hard-Version 18, die genau dieses Feature mit unterstützt. Es gibt ja weitere Restriktionen. Unter anderem, dass ich auch zu 1% Memory halt garantieren muss zu dem Zeitpunkt. Also da auch ressourcentechnisch nochmal genau nachzulesen, auch betriebssystemtechnisch für Linux dementsprechend dann zertifiziert und supported. Das ist eines der kleinen neuen Highlights, wenn ich Richtung AMD-Prozessoren mitgehe. Was vielleicht für die meisten nicht so ein Highlight ist, das war jetzt gemeint, ist dieser kleine Nachsatz, der jetzt hier kommt. Wo ich immer sage, naja, im Wärmeumfeld oder bin auch Techniker durch und durch, eine Lizenzierung bei den Herstellern doch ein bisschen aufwendiger zu erklären oder ein Bekannter oder Freund von mir arbeitet auch für ein Systemhaus und der ist genau auf Lizenzierung spezialisiert. Das ist ein Microsoft-Umfeld mit unterwegs recht stark, macht auch die Audits bedingt im Namen von Microsoft oder berät auch seinen Kunden natürlich in dem Bereich, da als Schwerpunktthema. Er sagt, naja, jetzt haben wir 2, 3 Tage schlugen wieder mit durch, die dann fast jährlich nicht ganz stattfindet, zurzeit auch alles online, den Kunden auch wieder sauber zu beraten, wie sie halt sauber zu lizenzieren haben. Und in diesem Umfeld war es bis jetzt mal recht einfach. Hast deine Server durchgezählt, deine Sockets, Prozessoren. Und in den meisten Fällen ist dann 2-Socket-System bei vielen Kunden, ja, 2 Lizenzen dafür mitgekauft. Dann zu überlegen, welches Lizenzmodul soll es dementsprechend sein. Es gab keine großen Restriktionen. Ich bin jetzt nicht, jetzt wäre auch schon wieder gemeint, aus Dreierzeiten, wenn im Revierraum was sagen sollte. Wer es nicht kennt, umso besser. Wir haben ja schon mal probiert, ein neues Lizenzmodell einzuführen. Nach einem Jahr haben sie zurückgerudert und das Ganze auf das alte zurückgestellt. Jetzt neuer Anlauf. Neuer Anlauf heißt, es gibt jetzt eine Abgrenzung, wie nachzulesen ist, Anzahl an Cores. Und das betrifft ja aktuell nur sehr wenige Prozessoren physikalisch. Das heißt, wer aber zum Beispiel schon die neuen ROM-Prozessoren hätte mit 64 Cores und wollte dann auf eine 7er-Version halt rauf gehen, brauche ich glaube ich nicht ausführen den Satz, was das dann halt mit bedeutet. Also auch ein Argument, jetzt auch schon mal im Kundenprojekt in der POC-Phase gehört, ne, zu überlegen, welcher Prozessortyp dann sinnvoll mit geeignet ist. Aber kann man vielleicht auch nachvollziehen, die Kursierungsraten werden immer höher. Lizenztechnisch, auch wenn die Preise langsam umgegangen sind, habe ich halt auch höhere Konsolidierungsraten pro Host. Also ich sage jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie Firmenaktien habe oder als Firma Trader Consultant unterwegs bin, also die beiden Perspektiven auch mit zu sehen. Aber soll man natürlich wissen, nicht ganz unwesentlich mit dabei, dass das dann halt ein Change mit ist, der jetzt dann hier in Version 7 mit erfolgt wird.
Ja, was gibt's noch zu berichten? Was hat sich auch mit der Maschinenseite dementsprechend mit verändert? Da wollen wir jetzt einmal die Enhancements kurz ansprechen. Und die eigentliche Architektur ist gleich geblieben. Also der Urvater der Architektur war verändert. Wurde im Effekt im Jahr was 1998 einmal designt. Das, was in Physik vorher aktuell war, 1 zu 1, dann in Form von Software nach zu bilden, war mit Interfaces. Und über die Jahre sind halt neue Virtual Devices hinzugekommen, wie auch die NVMe-Unterstützung mit dabei. Ältere Devices, die kein Mensch mehr wirklich ernsthaft groß nutzt. So, auch vollständig mit erwähnt, den Floppy-Controller. Ist ja auch schon ein paar Tage mit her, geschweige, dass die wenigstens noch wissen, was überhaupt eine Floppy ist. Außer Speichersymbol, ja gut, das kennt jeder, ne? Wenn du irgendwo ein Word, Excel, da einmal auf den Knopf mit drückst, aber eine Diskette und so weiter, das ist ja alles glücklicherweise History mit dabei. Und auch in der jetzigen Version haben sie halt bedingt neue Features halt integriert, wie wir gleich sehen werden. Und ging dann erstmal sukzessive los. Also Memory-Unterstützung mit, in Anführungsstrichen, nur 6 Terabyte Memory für eine virtuelle Maschine. Und bis zu 256 VCPUs. Das sind ja die alten Limits indirekt von der Version 6.7. Die haben sie jetzt nochmal mit erhöht in der Version 7.0 mit Update 1, dass wir dann technisch sogar auf 24 Terabyte raufgehen könnten und 768 VCPUs wäre das Maximum, was dann jetzt in der 7er Version technisch abbildbar wäre. Wo liegt die allerwenigsten Kunden, die nur ansatzweise tatsächlich diese Compute-Ressourcen halt brauchen. Aber auch da haben wir vor einigen Jahren ja auch mal gesagt, ne, wäre es gewesen, ob man 64 Kilobyte Memory je überschreiten würde nach dem Motto, oder später 640. Das ist eine Frage des Betrachtungswinkels, wann diese Aussage dann mit getroffen worden ist. Und für uns bleibt letztlich erst beim Alten. Ich habe es hier nochmal dargestellt. Das heißt, die Hardware-Version, das bestimmen wir ja, wann und wie wir sie halt upgraden. Wenn wir sie upgraden, dann müssen auch die Hypervisor dementsprechend kompatibel sein. Und da sind die Regeln auch dieselben geblieben. Das heißt, neuere Hypervisor-Versionen sind abwärts kompatibel, aber umgekehrt nicht. Das heißt, ich könnte nicht eine virtuelle Maschine erstellen mit der Hardware-Version 17 und die auf den ESXi 6.7 Update 2 laufen lassen oder 6.7 ungepatcht oder 6.5. Bleibt effektiv halt alles mit beim Alten. Auch der Weg damit mit den Upgrade-Pfade brauche ich dementsprechend auch ein kleines Wartungsfenster mit dafür oder zumindest ein Reboot des Betriebssystems. Das Scheduling, das kann man ja auch dann 1 zu 1 einstellen. Da haben sie auch in der 7er Version in der Hinsicht nichts dran indirekt modifiziert. Dann die Zahlen hier nochmal zusammengefasst. Abgrenzung vSphere 7 und vSphere 7 Update 1. Die gerade genannten Zahlen gelten indirekt auch für den Host, also die 24 Terabyte pro Host oder theoretisch pro Maschine. Und wenn wir dann tatsächlich Prozessoren haben, die so viel abbilden können, socket-technisch, können wir dann auch für 768 rauf adressieren. Ach ja, in dem Zug haben sie auch die Host pro Cluster nochmal um 50% erhöht. Also der große Payload-Cluster zum Beispiel fahren sollte, kann das nochmal dementsprechend dann mit erhöhen. Das wird das Supported Limit. Auch da hatte ich mich mal mit Duncan Epping drüber unterhalten. Den kennt es auch ein VMware-Mitarbeiter seit vielen, vielen Jahren, der auch jahrelang für den Clusterbereich mal zuständig war, auch die Clusterbücher geschrieben hat. Und das war damals auch die Diskussion, als sie von was von 32 auf 64 raufgegangen sind. Ja, warum nicht höher oder wie andere Mitbewerber höher könnten mit mehreren hunderten Hosts? Da auch ganz klare Antwort, ja, brauchen es wirklich Kunden, wollen sie Kunden haben? Antwort war einhellig, nein, die wenigsten Kunden, die auch nur ansatzweise diese maximalen Cluster-Größen mitfahren, auch wenn ich in Summe vielleicht meine 300, 400, 500 ESX-Server über dem vCenter oder vCenter insgesamt halt managen kann. Ja, was haben wir noch Schönes bekommen in den Hardware-Versionen, in Versionen vSphere 7, ein neuer Watchdog-Timer-Prozess, letztendlich für Clusterlösungen dementsprechend mit gedacht, hier unter Other Device mit zu finden. Im Moment, wo ich die Use Case habe,
dann wie gewohnt die virtuelle Maschine zu erstellen und der Add New Device gehen und den Watchdog Timer dementsprechend dann hier. Stimme doch angeschlagen, noch von letzter Woche. Dementsprechend dann den Watchdog-Timer hier einmal mit zu konfigurieren, ab wann er halt greifen soll, tatsächlich wie ein Counter, wie ein ASR-Prozess, dann runterzählt, einen Hardware-Reset auslöst, der dementsprechend durch die Betriebssystem-Cluster-Service zurückgesetzt wird, wenn er auf 0 geht, damit dann automatisch Reset halt ausgelöst werden können an der Stelle. Das ist eins der kleinen Änderungen, die wir mit der Hardware-Version bekommen haben. Ja, was sind noch neuere Features? Unterstützung mit der Safeguard Extension Technologie mit dabei. Ist ja auch ein Hardware-Feature, was einige vielleicht dann vom Notebook-Bereich ja schon mit nutzen. Müsste ich dementsprechend kompatible Hardware mit haben, das im BIOS dann auch zu aktivieren. Um auch hier die Angriffsvektoren dementsprechend zu reduzieren. Also, wer im Thema drin ist, und der Enklaven halt hier mit zu schaffen, das ist ja das Ziel des Ganzen. Und selbst wenn ein Hacker es geschafft hätte, das Betriebssystem innerhalb der VM zu kompromittieren, schafft das halt nicht für den Teilbereich, in dem Fall jetzt für den App-Bereich, diesen hochsensiblen Bereich faktisch hier mit vorzudringen. Das heißt, hier habe ich wirklich einen Schutz, physikalischen Schutz, indirekt auch des Memories mit dabei. Das muss ich dann einmal halt, wenn ich dieses Feature haben will, mitgeben. Oder Security Device. Default-Wert sehen wir hier mal mit dargestellt, Maximalwert. Und dann halt dementsprechend die Betriebssysteme und die Applications, die das ganze Feature mit unterstützen. Das ist auch neu. Ja, was gibt es noch Neues? Mit Update 1 in Version 7. Da haben Sie die ganze LDMA-Thematik noch ein wenig mit erweitert. LDMA, technologisch nur mit Remote Direct Access, Memory Access, mit den großen Vorteilen, dass wir hier eine sehr niedrige Latenz letztendlich mitfahren können. Mit Applications, die halt auch Benefits mit rausziehen. Dann noch die HCAs. Ne? Also HCAs sind die Host Channel Adapter mit dabei, dann entsprechend auch kommunizieren zu können. Und zwar übergreifend über das System, also auch über verschiedene ASIC-Server mit dabei. Wenn ich so einen Use Case mit hätte, dann wäre das tatsächlich jetzt auch möglich, Kommunikationspfade hier als Fastpass gekennzeichnet, damit darzustellen, wir sehen können auf ESXi1 auf der linken Seite, ESXi2 auf der rechten Seite, das dementsprechend hier zu kommunizieren. Sollte ich keine HCRs haben oder der Zielhost, auf dem sich die VM befindet, könnte ich trotzdem dementsprechend das Ganze halt integrieren. Dann gehe ich aber halt nicht über EMA, sondern klassisch über TCP. Also auch da, vielleicht ein speziellerer Use Case, der beim GPU-Bereich dann doch durchaus mit gegeben ist, bis hin, dass ich auf eine Bare-Metal-Architektur das Ganze ebenfalls nutzen kann. Und damit ist interessant, eigentlich die Verschmelzung, die wir dazu haben, die wir eigentlich ja nicht haben wollten, zwischen Physik und der virtuellen Plattform, wenn es halt indirekt um Performance oder latenzkritische Thematiken halt mitgehen würde, zu dem Zeitpunkt. Das sieht ein bisschen darauf ab, Thema KI oder auch ne, 3D-Arbeitsplätze, wer aus der Ryzen-Schiene kommen sollte, wird es kennen. Ganze DirectPass-IO-Thematik seit einigen Jahren ja langsam mit losgegangen. Also Schlagwort ist hier Grid-GPU-Leistung, um es ja auch mit zu erwähnen. Dennoch geschälte Arbeitsplätze zu haben, über mehrere Desktop-Systeme letztendlich dann über eine Physik dann das halt auch abbilden zu können, aber Bare-Metal-Performance indirekt mit erreichen zu können. Im Gegenzug auch mit der ganzen GPU-Thematik, was ja keine wirkliche Server-Thematik ist. Thema wie Motion-Fähigkeit. Da sind wir es ja sonst gewohnt gewesen zu sagen, naja, wir kennen unsere CPU-Klassen. Ich würde EVC aktivieren, Enhanced V-Motion-kompatiblen Modus. Gilt aber ausschließlich nur für CPUs. Und diese Technologie haben sie eins zu eins jetzt auch gemappt auf GPUs. Das heißt, wenn ich hardware-technisch unten zu sehen ist, ne, hier OpenGL, ne, 3.3 habe, kann ich dementsprechend migrieren auf die jeweiligen Systeme mit dabei. Wenn ich jetzt aber den ESXi ne, neuere Hardware mit hat, die aber abwärts kompatibel mit wäre, kann ich ihn direkt auch in Baseline halt mitsetzen lassen und sagen, Features, die halt OpenGL 3.3 mit hat,
kann halt migriert werden auf einen neuen Host, aber nicht umgekehrt. Systeme, die OpenGL 4 mit erfordern, sind halt direkt nicht kompatibel logischerweise mit der OpenGL 3.3er-Version und so weiter. Und im Dienstzuge auch Thema On-Premise, Off-Premise, die jeweils ja schon im Cloud-Bereich unterwegs sind, auch der Provider, Dienstleister, der solche Features indirekt mit anbietet. Die Baselines dann tatsächlich auf Host-Ebene, Cluster-Ebene genauso festzulegen wie gewohnt. In diesem Fall habe ich hier meinen CPU-Mode auf der linken Seite und darunter in den Graphic-Modus dementsprechend zu spezifizieren. Das ist alles, also auch hier eins zu eins dieselbe Logik, das Ganze mit verfolgt. Ja, was haben wir noch an Neuerungen in und um die virtuelle Maschine? Einen Punkt habe ich noch. Das sind die Firmware-Tools. Ach ja, Firmware-Tools sind nicht neu, die haben wir schon mal drauf gehabt. Ja, haben wir auch. Aber jetzt gibt es ein kleines neues Plugin. Und sobald man auf der 11er-Version unterwegs ist mit den Firmware-Tools, hätte ich die Möglichkeit, über diese Plugin-Info-Funktionalität tatsächlich auch discovern zu lassen, welche Applications innerhalb des GuestOSs indirekt mit zur Verfügung stehen. Das sehe ich jetzt nicht direkt von außen, wenn ich am Bizware-Client kann ich draufklicken, sehe die Applikation alle aufgelistet. Das ist ein Feature, was über die Command-Line letztendlich geht, also Richtung Automatisierung, die wir dazu mit überlegen. Ich da den Weg halt gehe, um den Status auch mit zu bekommen, indirekt der virtuellen Maschine, beziehungsweise das als Kriterium dann auswerten zu lassen. Auch eins der kleinen 150 Features, die sie indirekt damit mit verändert haben. Ja, das war die Kategorie Virtual Machine. Dann nächste Kategorie, relativ kurz. Da geht es um Storage Enhancements. Da haben wir nicht allzu viele Changes indirekt bekommen. Aus der Richtung NVMe, All-Flash-Systeme. Sind ja doch bezahlbarer geworden oder bei den Kunden dann auch beliebter. Und da haben wir die aktuellen Technologie halt gemerged bekommen, AMFC und RDMA. Oh, RDMA ist Rocky 2 Protokoll, also Abkürzung ist immer Rocky. Hat sich vor 2 Jahren vorgestellt auf der VMworld oder wer dieses Jahr auch auf der virtuellen VMworld war. War ja auch kostenneutral, zumindest die Main Sessions. Wer es verpasst haben sollte, einmal auf www.vmworld.com mitzugehen. Auch hier haben sie sämtliche Sessions halt aufgezeichnet, waren eh schon digital mit vorhanden. Die kann man dann frei mit abrufen. Dann am besten einmal filtern nach den Deep Technical. Das ist dann das Level 300 bei den Sessions auf der VMworld. Und da habe ich dann auch einige Sessions bedingt zu diesem, oder eine Session zu diesem Thema mit gehabt. Oder halt zu all den technischen Thematiken aus den verschiedensten Bereichen mit dabei. Das heißt auch hier letztendlich von der Architektur her, das ist einmal State of the Art zu machen, wie ich es immer mit nenne, was die Hardwaresteller dann auch an neuen Technologien dann vorgestellt haben, für den Hypervisor dementsprechend dann zu integrieren. Dazu gehört auch die Überarbeitung der PSA-Architektur, das ist ja auch so ein Dinosaurier, Pluggable Storage Architecture. Da habe ich hier das MPP, mein Multipassing-Plugin, wenn ich aus der Third-Party-Schiene mitkomme. Wenn ich meinen PowerPass mit nutze oder für AutoPass mit dabei. Oder ich sage, zusätzliches Plugin habe ich gar nicht lizenziert für meinen Dell EMC Storage, sondern ich habe einen HP Storage mit dabei oder einen NetApp Storage, wo man dann die Native Multipassing Plugin Funktionalität nutzt des Hypervisors. Die wird unterteilt nochmal in SATP und den PSP. Storage Array Type Plugin und die Path Selection Policy, die ich dann einstellen muss. Entweder auf Fixed Pass, Round Robin oder Most Recently Used. Altbekannt, da gibt es auch keinen Change. Wo es einen Change gegeben hat, ist dann halt für All-Flash-Systeme genau das gleiche auch zu schaffen. Das gab es indirekt auch schon in den 6.7er-Versionen. Hier HPP mit genannt. Das halt Performance-Plugin macht genau halt das gleiche halt auch. Aber halt für Flash-Unterstützung. Also im Endeffekt ist das die Erweiterung, die wir haben, Multipassing haben wir auch im FCM-WMI-Bereich mit dabei. Die HWAs, die wir hinter den Pfade angebunden sind, über die Firewall-Channel-Switch-Architektur, dann auch genau zu klassifizieren, welche Pfade dann halt dementsprechend die aktiven bzw. das Verteilung halt mit Kraft. Selbe Logik.
Wenn ich schon mal sagen, Eisgasi soll ja auch integriert werden. Und Verschmelzung Eisgasi mit LMA nennt sich dann ISER. Das haben wir auch dementsprechend bekommen. Allerdings noch nicht über den vSphere-Client konfigurierbar. Das ist eine der wenigen Sachen, die aktuell nur über die Command-Line halt abbildbar wäre. Also über die ES6-CLI-Befehle. Was haben wir noch Schönes? Nächste Kategorie, vCenter. vCenter Server. Endlich haben wir einen, oder zumindest nur noch ein Interface. Das ganze Thema Flash ist durch. Alle schreien Hurra, oder? Hast du ja schon vorher mitgetan. Weil der HTML5-Client ist ja nicht neu, aber zumindest jetzt so, dass es nur die einzige Option mit ist, auch full featured, und man nicht erklären muss, na, wann nimmst du welchen Client, den Web-Client, den vSphere-Client oder in den älteren Patch-Leveln, dass im neuen oder neuen HTML5-Version Client dann einige Features noch nicht integriert waren. Das ist alles glücklicherweise Geschichte. Und der auch, unser Webbrowser, 31.12. ist ja nicht mehr so weit hin, die paar Tage noch. Den offiziellen Support auch einstellen, wird auch eine Herausforderung werden, wie wir das dann halt abbilden können für ältere Admin-Tools, unabhängig jetzt von unserer vSphere-Oberfläche. Auch plattformtechnisch gibt es nur noch eine Lösung, nämlich die der Appliance, Linux-Appliance auf Photon-Basis. In 6.7 hatten wir noch beide Varianten, auch wenn da schon lange angekündigt war, dass die Windows-Variante des vCenters schon deprecated ist und damit im nächsten Mid-Release dann nicht mehr zur Verfügung steht. Auch Überlegungen, ob ich einen externen PSC habe, Embedded-Variante, die ist auch durch, wie wir gleich sehen werden. Es gibt nur noch die Embedded-Variante. Deshalb Designentscheidung, brauchen wir gar nicht mehr so viele Fragen stellen oder zu überlegen, wann machst du was, was das Perspektive ist. Das ist jetzt direkt vom VMware klassifiziert und vorgegeben. Die Zahlen haben sie, wie gewohnt, auch hier wieder leicht nach oben geschraubt. Anzahl wieder an Hosts, die im vCenter offiziell managen darf, der für die Kunden jetzt relevant sein sollte, von 2.000 jetzt auf 2.500 noch mit erhöht. Und Host pro Cluster hatte ich ja schon mit erwähnt, von 64 auf 96 dementsprechend draufgegangen. Dennoch die Deployments Enhancements, von eben gerade schon genannt, ja, dass wir wirklich noch eine Variante mit haben, keinen externen PSC mehr. Es war ja historisch ja auch gewachsen. In 6.0er-Version ging das ganze Thema ja los für den Enhanced Link-Modus und endete dann in den Embedded Enhanced Link-Modus. Und gerade letzte Woche noch ein Kundengespräch gehabt, der auch überlegen, eventuell Richtung 7 mit drauf zu gehen. Und die haben eigentlich recht gute Voraussetzungen, weil die ganzen Kursierungsprozesse bei den Versionen 6.7 schon abgeschlossen waren. Wer sagt, oh, bei uns sind wir noch gar nicht so weit oder wir haben halt noch ein bisschen auf Windows-Basis laufen? Dann halt, es gibt Migrationspfade halt direkt auf Version 7, also auch da ist auch kein Thema, ist ein bisschen technisch aufwendiger. Oder wenn ich noch einen externen PSC tatsächlich habe, auch mit Windows-System zusammen, der wird zu dem Zeitpunkt dann auch konsolidiert werden. Deshalb vor allem abzuklären, von wie nach, wo nach wo kann ich überhaupt upgraden, welche Versionen sind supported. Hier ein kleiner Auszug aus der Interoperabilitätsmatrix. Auch hier würde ich einen Blick nochmal riskieren auf die aktuelle Version und jetzt auch mit Update 1 am einfachsten zu finden. Dann über die VMware-Webseiten oder Schlagwort bei Google VMware-HCL, da landet man direkt auf der Webseite mit drauf. Eventuell mal zu überprüfen, auch eine Hardware-technisch, ist meine aktuelle Hardware überhaupt für 7 zertifiziert, meine Server, mein Storage, meine Karten und die Upgrade-Pfade verschiedensten ESX-Server oder allgemein die vSphere-Version. So, wenn ich dann abgeredet habe, dann gab es halt marginale Änderungen. In diesem Fall hier jetzt bei der WAMI, Thema Backup und Restore-Funktionalität der WAMI, also über Port 5480. Also WAMI steht dann für vSphere Management Interface. Und da haben sie halt noch weitere Protokolle mit unterstützt, aber Funktionalität bleibt trotzdem noch dieselbe. Denn filebasiertes Backup bevorzugt nochmal vom vCenter. Zusätzlich zum Image-Level-Backup kann das auch weiter natürlich tun. Auf ein externes Repository und sollten alle anderen Prozesse versagt haben, ne, Clusterlösung und so weiter, dann Recovery-Paths zu haben, indem ich die Installer einmal aufrufe und dann das Repository angebe vom letzten erfolgreichen Backup meines vCenter-Systems.
Und dann habe ich ja zwei Stages, die ausgerollt werden. Stage 1, das neue vCenter. Und Stage 2, wo dann dementsprechend eine neue Config deployed werden würde, wenn ich auf dem Greenfield Design unterwegs bin. Oder wie es in unserem Fall dann hier ein Restore dementsprechend fahren. Was wirklich neu? Neu sind vCenter Server Profiles Architekturen. Why? Aus meiner Sicht nicht wirklich neu, also featuretechnisch ja. Aber das Konzept ist dasselbe. Wer die Hostprofile kennt, der ESX Server, das gleiche Konzept haben sie jetzt angewandt auf vCenter. Das heißt, ich könnte jetzt hier bei mir oben im Norden sagen, hier sitzt bei mir die zentrale IT, ich entwickle sozusagen ein Profil für unsere gesamten vCenter, die Deutschland, europaweit oder vielleicht sogar weltweit ausgerollt werden sollen, immer nach Standard F, weil automatisiert. Dann dementsprechend das einmal, ne, zu exportieren, ja, JSON-File und die jeweiligen Variablen mitzugeben, ne, wie vCenter Name, klar. Und die ganzen Netzwerk-Settings. Und die Configs könnten dann, wie auch dargestellt, dann jeweils importiert werden in die lokalen vCenter-Systeme. Und das vielleicht eher was, ne, Thema Enterprise-Bereich, Cloud-Bereich, ein bisschen relevanter mit ist. Also ich sage, naja, ich habe ein vCenter, da brauche ich keine großen Profile mit dabei. Das habe ich einmal neu ausgerollt, das will ich auch nicht beliebig halt replizieren an der Stelle. Auch dieses Feature ist ein reines Command-Line-Feature, über die APIs mit gesteuert. Auch das habe ich nicht direkt dann über den vCenter-Client zur Verfügung zu dem Zeitpunkt. Das einmal halt mit zu verteilen. Ja, die Vorteile sich daraus ergeben, sind natürlich immer die gleichen bei Standardisierung, auch die Wahrscheinlichkeiten für Fehler und so weiter dann möglichst zu minimieren. Und man kann auch jederzeit dann noch einen Compliance-Check halt auch durchführen, ob es vielleicht nicht autorisierte Changes gegeben hat, die auf den ersten Blick nicht vom Monitoring halt erfasst worden sind zu dem Zeitpunkt. Das ist neu beim vCenter. Was ist noch neu? Wir hätten jetzt Unterstützung für ADFS. Sag ja gut, ADFS kenne ich aus der Microsoft-Welt. Ja, ist richtig. Dann kommt das Ganze ja auch mit her. Aber wir müssen übrigens sagen, na gut, wenn wir auf der vSphere-Seite ja eh authentifizieren müssen, da haben wir unseren Security-Token-Service, der ein Token ja ausstellt, aber auch in der 7er-Version hat VMware keine eigene direkte User-Verwaltung. Das heißt, wir nutzen eh eine externe Identity-Sources. Bei fast allen Kunden, bei mir ist es mir so, es ist eine AD. AD wird einmal authentifizieren, stellt aber nicht selber den Token mit aus. Das macht weiterhin der Security-Token-Service vom Plattform-Service-Controller. Wenn ich sage, ich habe eh schon ADFS auch aus anderen Gründen mit im Einsatz, in meinem Unternehmen, ich möchte es gern standardisiert haben, dann könnte ich jetzt auch eine Application Group halt aufbauen für unsere Infrastruktur, sodass es komplett delegiert werden kann. Das heißt, die Authentifizierung erfolgt über AD und dementsprechend auch der Token wird über die AD indirekt generiert werden. Und damit gelten wir dann als authentifiziert. Müssten dann erst die Rollen gegebenenfalls neu machen bzw. zuweisen für die gesamten User, die jetzt dann über ADFS halt die Authentifizierung mitbekommen. Also beim Upgrade etwas mehr Aufwand, wenn ich den Weg halt gehen würde. Ja, das war es dann auch schon, zumindest so den kurzen Part mit dabei. Dann, jetzt ja, das haben wir ja schon mal kurz erwähnt, für unsere Entwickler. Development Center haben Sie ja auch eine grafische Oberfläche ja wandern lassen über den API Explorer oder vielleicht interessanter ist Code Capturing. Wer jetzt sagt, na gut, ich frage vielleicht nicht täglich meine Skripte, aber geht das zum Beispiel auch überhaupt oder wieso sieht das aus? Dann kann ich das Code Capturing ja aktivieren im vCenter. Kann meine Aktion manuell halt mal durchklickern. Sagst, ich will jetzt einen neuen Start-V-Switcher mit erstellen, mit folgenden Port-Gruppen, folgenden Wieler-IDs und so weiter. Und dann läuft das Code-Capturing hier parallel halt mit. Und dann kann ich mir sagen, stopp. Jetzt soll das Ganze in Quellcode, Schrägstrich, dann hier Skriptsprache übersetzt werden. Und da haben sie eine Erweiterung der Skriptsprache noch mit gemacht, dass das Enhancement, was Version 7 angekommen ist. Oder ich mache das klassisch dann mit der Power-CLI. Wie ich es dann auch mit schon gewohnt bin und passe es vielleicht noch leichter mit an. Er sagt, naja, ich kenne das alles, auch PowerCLI, mein täglicher Job oder hier Fastlane ist ja auch, ist dann im Labor dann vollautomatisiert und dementsprechend die Leute, die es auch betreuen, entwickelt mit haben, dann natürlich noch auf die Oberfläche unterwegs mit sind auf der Command Line als die grafischen Tools mit zu nutzen, aber im Endeffekt für beide was mit dabei, nachdem
die Benefits dann halt daraus aussehen würden. Ja, was haben wir noch an Features im vCenter? Skyline. Habe ich ein bisschen weggenommen gehabt, eine kleine Live-Demo, wenn Sie sich zurückerinnern. Ja, kleine Health-Check, der gefahren wird. Also Skyline ist jetzt nur ein Überbegriff, den man hier als Support-Technology bezeichnet, die in zwei Stufen greifen kann. Einmal dieser Skyline Health-Check, der greift immer, sobald ich ein vCenter habe, was Internetzugang besitzt und ich dem Customer Improvement Experience-Programm halt zugestimmt habe. Oder, wenn es eine Stufe größer sein soll, gibt es noch Skyline Advisory, was auch sämtliche Produkte mit beinhaltet, wo ich den direkt auch das Cloud-Portal vom VMware halt mit nutze und auch eine Auswertung bekomme. Letztendlich auch für ein proaktives Management. Und dadurch bedingt, ja, kostet es auch ein paar Taler halt mit mehr oder wer es eventuell dann schon im Einsatz haben sollte, gibt es eine kleine Appliance, die ich dann bei mir installiere, sozusagen die lokal die internen Logfiles sammelt und dann auswerten kann. Und wenn ich es gestatte, kann man es über das Cloud-Portal dementsprechend halt auch mit abrufen, also von VMware. Ich melde mich dann mit meinem Account mit an und sehe es halt, wie es in meiner Umgebung effektiv geht. Also hast du einen ruhigen Montag, wenn es grün ist, oder hast einen roten Montag und relativ viel zu tun, Incidents mit dabei und das vielleicht auch schon über das Größeres aufgetreten ist, sagen hier schon vorinterpretiert wird auf dem Level. Bis hin, wenn ich später Support-Tickets aufmachen muss, hoffentlich selten bis nie, auch die Supporter halt dann, wenn ich es erlaube, auch auf die Intel-Logfiles über diesen Prozess halt direkt zugreifen kann. Das ist so die neue Strategie. Kann man sich auch mal anschauen, wer auch Begriff Skyline, Skyline Heads, Features, hier noch einmal zurückgegangen, unterteilt in Skyline Heads und Skyline Advisory. Tja, was kann das vCenter noch neu? Objekte, Content Libraries, sag mal, ist auch nicht neu. Haben wir in Version 6 bekommen? Ja, haben wir. Aber auch hier gab es einige Enhancements. Wenn ich es wirklich als Global Player betreibe oder in der Cloud unterwegs bin und relativ viele Content Libraries im Einsatz habe, sag mal, zentrale IT sitzt dementsprechend hier im EMEA-Raum, aber auch zentralisiert dann über Deutschland, die Templates auch sowas zur Verfügung gestellt werden. Kann ich das ja sinken lassen auf die verschiedensten Standorte, ja, Mittelamerika, North America oder Asia Pacific. Aber ich sage, ich mache das zwar nochmal kleiner. Ich habe einen Standort, ein vCenter, aber relativ viele Templates mit dabei. Kann ich auch eine lokale Content Library mit erstellen. Oder wenn die Umgebung später größer wird, mehrere Standorte hinzukommen, europaweit oder deutschlandweit, dann die Content Libraries auch zu veröffentlichen, sodass die Kollegen das dementsprechend abonnieren können. Was ist die Grundfunktionalität? Das ist aus den 6er Versionen. Was hat sich jetzt verändert in 7? Thema Versionierung. Ja, wie kann ich jetzt ein vorhandenes Template, wie man sagt, aktualisieren und versionieren? Und da haben sie es relativ einfach mitgestaltet. Ich habe die Möglichkeit, aus der Content Library ein Template auschecken zu lassen, das dann später zu modifizieren. Und wenn ich es dann wieder einchecken lasse, den neuen Status dann zu veröffentlichen. Soll was schiefgelaufen sein, kann ich auf den Weg zurückgehen und sagen, nein, stell mir den alten Status wieder her. Das ist ein neues oder das neue Feature im Endeffekt in Bezug auf die Content Libraries. Auch vielleicht für jeden halt relevant, aber die Content Libraries halt mit nutzen können, auch ein kleines Improvements oder doch erhebliche Vereinfachung aus meiner Sicht. Das soweit zum Themenkomplex vCenter Server und Changes. Dann haben wir noch den Lifecycle Manager, der als Lifecycle Management bezeichnet. Aus meiner Sicht einer der größeren Changes, weil halt ein, ich sag mal, uraltes Feature, ich jetzt was gesagt, angefasst wurde, der Update Manager. Und hier ein neues Programm gestartet wurde. Das neue Programm sieht auch vor, zum Beispiel einen Kompatibilitätscheck zu machen. Also, wenn ich jetzt meinen großen Fuhrpark habe an VMware-Produkten, sage ich, habe nicht nur ein vCenter, ich habe jedenfalls Horizons noch mit im Einsatz, VROPS, Site Recovery Manager und so weiter und so weiter. Ja, dann darf ich die Abhängigkeitsprüfung machen. Ich sage, ich möchte mein vCenter aktualisieren. Mit welchen Versionen ist das dann kompatibel? Oder muss ich erst zum Beispiel ein Horizons aktualisieren auf ein höheres Level?
Die Fragen kann ich manuell auch beantworten, indem ich wieder auf die VMware-Webseiten gehe und anfange zu wälzen, wo steht das Ganze überhaupt, ja, eine Komplexitätsmatrix zu finden, dann wieder Quervergleich zu machen. Oder ich mache es einfacher, ich sage, warum, kompliziert machen. Wir gehen einfach dementsprechend hier ins vCenter mit hinein, stimmen wir dem kleinen Customer Proof and Experience Programm halt mit zu, dann werden meine Daten abgeglichen werden. Ich würde dann sofort auch eine Auswertung bekommen und sehe, ob ich halt kompatibel bin oder halt nicht kompatibel bin. Also im Umkehrschluss heißt, muss ich andere Komponenten erst upgraden. Also auch ein relativ einfacher Prozess, aber vorteilhafter Prozess, das dann auch wieder monitoren und zu standardisieren. Falls man möchte, kann man das ganze Ergebnis auch exportieren, wie er zu lesen ist, also das auch zu dokumentieren, dass ich hier sozusagen auch dann das gemacht habe, was ich machen sollte, mich zu verifizieren, nicht, dass erst ein Produktivsystem auftritt, so ein Effekt und dann das Support mitteilt, naja, nett, dass sie zum Laufen bekommen haben, aber die Konstellation in der Version ist von uns überhaupt gar nicht offiziell supported mit den Quereffekten. Kleines Feature, aber ja, eventuell auch recht hilfreich. Das ist ein Bereich, nämlich die AP-Planner. Der zweite Bereich wäre dann der eigentliche Lifecycle Manager. Und wenn man sagt, oh, gibt es was komplett Neues? Nein, das ist es nicht der Fall. Der Lifecycle Manager macht all das, was vorher auch mein Update Manager gemacht hat. Wenn ich sage, ich will auch nichts ändern, dann kann ich auch genau bei diesem Konzept bleiben. Plan B, wenn ich doch ein bisschen optimieren will, kann ich umstellen auf sogenannte Image-Architekturen. Und Image-Architekturen lassen es zu, wie wir gleich sehen werden, dass ich meine Customized Images halt aufbauen kann. Ist ein bisschen vergleichbar mit Image-Bilder über die Command-Line. Haben Sie jetzt dementsprechend hier auch für den Lifecycle-Manager mit integriert. Aber ich kann halt zusätzlich dann noch auch die Hersteller-Packages, die zwingend erforderlich sind, wie sonst noch mit den OEM-CDs halt kommen, dann mit die VBs und so weiter direkt zu integrieren. Und baue mir faktisch mein eigenes Customized Image auf, was ich dann dementsprechend auf ein Cluster-Objekt einmal mit assignen würde. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Das heißt, wenn ich einen Lifecycle Manager aufrufe, Icon plus ein neuer Name mit dabei, wurde auch redesigned, dann sehe ich hier die jeweiligen ESXi-Versionen, die zur Verfügung stehen. Und darunter die Add-ons, in diesem Fall jetzt von der EMC und HPE. Und ich klicke mir mein Image zusammen, so wie ich es jetzt haben will, und sage an der Stelle, das lade bitte als Image ins Repository mit hoch. Und dann kann ich genauso vorgehen, mit dem Remediation-Prozess halt zu starten, es auszurollen, sagen, ist das Image auch wirklich kompatibel, um das dementsprechend dann spezifizieren zu können. In Update 1 haben Sie auch die gesamte Integration mit LSXT dann auch sauber mit dargestellt bekommen. Das heißt ja auch die Abhängigkeitsprüfung und so weiter direkt in den Lifecycle Manager zu integrieren, sodass ich darüber halt dann auch sagen, die neuen Status halt ausrollen, / patchen kann. So. Das ist mir nochmal dargestellt, eigentlich ein Prozess, jetzt hier auf dem Cluster dementsprechend einmal mit einem gewandt und das Ganze dementsprechend dann zu implementieren an der Stelle. Ja, ist eigentlich Arbeit mit Images, hier als letztes nochmal dargestellt. Wie Image jetzt aufgebaut ist, einmal die Base-Komponente, und die Core-Komponente, die von VMware geliefert wird. Sofern es dann noch Add-ons und Components mitgibt, der jeweiligen Hersteller, wie eben gerade zu sehen war, die auch mit hinzuzufügen. Und, das finde ich vielleicht auch noch nicht ganz unspannend, dass teilweise auch Firmware-Updates oder Driver-Updates damit möglich werden. Also wenn ich zum Beispiel Visa im Einsatz habe, die neue Firmware auch für meine Devices zur Verfügung zu haben, wie Controller oder SSDs und so weiter. Da möchte man dementsprechend mit hin. Eigentlich ist eine Entweder-Oder-Entscheidung, das heißt, wenn ich einmal auf Image-Konzept umgestellt habe, gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Und wenn ich umstellen möchte, ist es zwingend erforderlich, dass alle ESXi-Server auf Version 7.0 oder höher mit sind. Also 7.0 oder 7.0 Update 1. So viel Auswahlmöglichkeiten haben wir da aktuell noch nicht zum Zeitpunkt. Wir haben im ersten Webinar ein bisschen ausführlicher mit dargestellt. Den Part hier nochmal als kleine Zusammenfassung im Endeffekt. Wer ein bisschen mehr dazu noch vielleicht wissen möchte, da ist ja auch aufgezeichnet worden, das erste Webinar aus dem Mai, das dann sich doch noch ein bisschen näher mit anzuschauen. Ja, das erstmal soweit
mit den Changes, die jetzt hier für unsere kleine Session mit zu sehen waren, haben wir noch ein paar Parts, die, das war das letzte Seminar hier noch, zu erwähnen werden. Und das wäre, wenn es jetzt ein bisschen mehr interessiert, Version 7 kennenzulernen, gibt es natürlich dann auch die Trainings in dem Umfeld. Die haben sich ja nicht wirklich verändert an der Stelle, von der Namensgebung her. Haben einen Delta-Kurs, What's New? Dreitägig, wo die Upgrade-Prozesse beschrieben werden. Wie komme ich von meiner 6.7er-Version auf die 7er mit drauf? Wer jetzt noch weniger gar keine Berührungspunkte hat, dann sage ich, möchte einen Grundlagenkurs mal hören. Gibt es den Dinosaurier-Kurs, den ich benenne? Ist nicht negativ gemeint. Install Configure Manage oder läuft hier gerade auch nächste Woche in Anführungsstrichen hier in Hamburg. Schrägstrich online mit dabei. Wer in 5 Tagen noch nicht genug hat, kann sich den Optimizer Scale-Kurs anschauen. Nochmal 5 Tage. Und ein Troubleshooting-Workshop, jetzt nicht explizit erwähnt. Nochmal 5 Tage, sozusagen 15 Tage Schulung, nur für den Bereich. Den Fokus in Richtung Tanzu mit hat, Container, den neuen 3-Tages-Workshop, Deploy and Manage. War vielleicht auch mal interessant, mal beide Sichtweisen kennenzulernen, DevOps-Seite, wie wir uns hier mit befinden oder von der Developer-Seite mitzugehen. Und den neuen Design-Workshop, den habe ich gerade auch vor 4 Wochen mitgehalten, zur Version 7, also nicht die klassische Administratorenbrille aufzuhaben, jetzt sage ich aber täglich damit, sondern eher als Architekt dort mit ranzugehen, was sind die Best Practices von VMware mit dabei, da mal 3 Tage Zeit zu haben, zu diskutieren, na, wie wir das dann machen, um Use Cases mal durchzusprechen und dann die Best Practices, wie VMware das faktisch mit gelöst hat. Da läuft uns auch noch eine Schulung direkt Anfang nächsten Jahres, wer Interesse haben sollte, sich dann das von der Seite mal mit anzuhören. Und ein bisschen Geld zu sparen, freut den Chef vielleicht. Sofern ein Budget nächstes Jahr da eingeplant ist, die 20 Prozentpunkte sind, wie erwähnt, bis zum 31. Januar dann halt noch mit gültig. Ja, und wer auch eine Zertifizierung anstrebt, da bleibt auch fast alles beim alten. Prüfung heißt weiterhin VCP, VMware Certified Professional. Und ist jetzt nicht die einfachste Zertifizierung, muss man auch ganz klar sagen. Gestartet das Ganze mit dem VCA, VMware Certified Associated oder heute heißt er VCTA, Technical Associated, das neue nach Begrifflichkeit mit dabei und steigert sich dann langsam. Er sagt, VCP war mir so einfach gewesen. Ich war nach 20 Minuten fertig mit der Prüfung. Ich brauche eine neue Herausforderung. Der kann sich gerne mal im VCAP probieren. VCAP gibt es einmal für den Deploy-Bereich, wo ich wirklich eine praktische Prüfung in Anführungsstrichen dann habe oder nochmal für den Design-Bereich. Wenn ich beides geschafft haben sollte, dann bin ich Implementation-Expert oder noch einmal einen Schritt weiter zu gehen. Das dauert allerdings so roundabout mindestens 2 Jahre, VCDX mitzuwerden. Auch nicht kostengünstig, was ich erzählt, waren über 10.000 bis 12.000 Euro, wenn ich mich kenne, der es gemacht hat, mit dabei. Also brauchst auch ein bisschen Zeit, um den Weg zu gehen. Also VCP ist für die meisten schon mehr als genug. Oder auch für den Partnerstatus ist ja bedingt dann auch für einige halt relevant. Und da vielleicht mal angemerkt, da kann ich auch mal kurz aufmachen, auch schon vorbereitet, dann am besten einmal auf die aktuellen Webseiten rauf zu gehen, vmware.com/certification. Da finde ich das alles in der wirklich tagesaktuellen Form, ne, auch im 2021, was dann die Voraussetzungen und so weiter mit sind. Und dann wähle ich halt das aus, was ich vorhabe zu machen. In diesem Fall den VCP 2020. Einmal rauf zu klicken. Und die gute Nachricht, wer die 7er Prüfung macht, man muss nur eine Prüfung machen. Das ist dann VCP 2020. Jetzt sagt, 7 noch gar nicht groß mit beschäftigt. Gibt es noch die alte 6.7er Prüfung? Ja, auch die gibt es noch. Denkst du, wenn man die machen möchte? Dann muss man 2 Examen machen. Das war ja klassischerweise schon mal so. Das Foundation-Examen mit den 65 Fragen. Da hat man jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit mit dafür, die 6.7er Prüfung zu machen. Mich läuft noch genau bis Ende diesen Jahres. Also gibt es noch online. Es gibt beides jetzt online. Testcenter sind ja weltweit fast überall geschlossen.
Und insofern haben sie da auch alles auf online umgestellt. Oder wer schon VCP-Status hat, ist auch eine neue Option. Da reicht auch schon eine Schulung aus. Die brauche ich nur zu besuchen. Man braucht aber keine Prüfung mehr zu machen. Auch ein neuer Effekt gibt es jetzt seit gut einem Jahr. Finde ich auch nicht schlecht. Und das sind alle Kurse hier nochmal, die dafür dann autorisiert sind, um automatisch aus dem Status 2019 Status 2020 zu machen. Ja, und da mal verraten, wie es vermutlich dann nächstes Jahr weitergehen wird. Anyway. Klasse. Ja, damit hätten wir dann zumindest uns den theoretischen Part auch hier komplett angeschaut. Und ich denke, die eine oder andere Frage wird dann auch noch aufgekommen sein. Das wäre der letzte Punkt, der dann hier noch mit offen wäre. Da würde ich wieder an Peter zurück übergeben, beziehungsweise du Ja. hast vermutlich dann die Fragen ja gesammelt, die dann gegebenenfalls auch direkt beantworten zu können. Ja, so viele Fragen sind bisher noch gar nicht reingekommen. Es gibt ja eine Frage, die ist ein leichter Rückgriff auf das Thema vSphere Cluster Services. Und zwar, warum benötigt vSphere Cluster Service das CPU-Feature Monitor, beziehungsweise der M-Wait aktiviert, um überhaupt zu starten? Weiter kommentiert dann, ohne dieses Feature kommt die Fehlermeldung zu wenig Hardware-Ressourcen zum Starten der VM. Weißt du da? Ja, das ist noch ein Issue, sagen wir es mal so rum. Es gibt da zwei Workarounds dazu. Einmal einen offiziellen Weg von Fember. Und wenn man das mal auf die Webseite geht, yellow-bricks.com vom Duncan Epping, da wird genau diese Frage dann auch mal thematisiert. Also Duncan Epping ist ja mehr und mehr Mitarbeiter, der das Ganze ins Engineering auch weitergeben. Der hat auch einen Workaround dazu noch geschrieben. Er schreibt ganz klar, es ist kein offizieller Weg halt von VMware. Also Design Workaround sieht so aus, dass man ein Hardware-Upgrade mit macht, dann ist der Effekt halt mit beseitigt worden mit dabei. Aber da vielleicht mal rein drauf zu schauen, wie das dazu mit aussieht, tritt halt nicht in allen Umgebungen halt mit auf, ist aber nur ein Issue mittlerweile. Da vielleicht so der Frage erstmal. Genau, ansonsten sind noch gar keine Fragen mehr Achso, gut. reingekommen. Also falls jetzt jemand noch eine Frage hat, dann am besten jetzt noch schnell jetzt. Da sieht gerade einer, kann man Kannst die noch erwischen. US-Data statt auf einer lokalen HD auch, nee, supportet nicht. Technisch könnte man so umlenken, praktisch braucht lokale Devices dafür. Das ist auch so ein Punkt, ich brauche zwei lokale Devices, einmal die 8 GB und die 40 GB. Dann wird das so ein kleiner Schritt zurück und die Share-Geschichte kann man halt leider so, zumindest so supported, nicht aktuell nutzen. Okay, ja, genau. Jetzt sehe ich auch die Fragen, die jetzt gerade eben noch reingekommen Ja, sind. die, genau, das war die. Hatte ich jetzt auch gerade schon mal vorgegriffen gehabt. Das poppt mir jetzt auch gerade mit auf. Genau, dann gab es noch eine Frage zu den Schulungen. Gibt es die 20% für Schulungen bei Buchung bis zum 31.01. oder bei der Teilnahme bis zum 31.01.? Ist bei der Buchung bzw. Buchung angegeben, sollst du eventuell direkt mal an den verantwortlichen Sales-Verantwortlichen von Fast Direct mit zu wenden, also auch allgemein die 20%. Aktion läuft ja schon ein bisschen länger. War ja bis 31.12. nur gescheduled, haben sie jetzt verlängert nochmal um einen Monat hier an der Stelle. Also zweifelsfrei mal nachfragen, wie die Konditionen aussehen, wenn die Schulung schon aktiv mit gebucht ist. Okay, dann gibt es noch eine organisatorische Frage. Werden die Folien zum Download bereitgestellt? Die Folien selber nicht, aber wir planen, wie auch bei vorigen Events schon, das Ganze in unserem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Und da kann das Ganze dann auch nochmal angeschaut werden. Dann gab es noch eine inhaltliche Frage. Wieder zu den Cluster Services. Wird der VCLS auf jedem Host installiert oder nur, wenn der Host in einem Clusterobjekt verschoben wird? Nur wenn ein Cluster-Objekt verschoben wird, weil diese VCLS gehören direkt zum Cluster-Objekt mit dabei. Wenn ich einen HA-Cluster oder DS-Cluster aktiviere, dann wird auch erstmalig das Deployment stattfinden. Und selbst wenn man DS deaktiviert, kurzfristig, wie gesagt, brauche ich das Feature aktuell nicht, der Cluster bestehen bleiben aber die VCLSs bestehen. Nur wenn ich den Host wirklich rausnehme aus dem Clusterverbund, dann wird es indirekt halt gelöscht werden und ich den Cluster komplett wieder auflöse. Alles klar. Und dann gucke ich noch mal gerade weiter. Da war noch eine Frage, wo die Schulungen zu finden sind. Das stelle ich gleich noch mal rein in den Chat.
Und dann nochmal eine Frage eben zu den Cluster-Services, also nicht auf einem Single Node. Na, also die FEMs selber würden nicht auf einem Single Node laufen, sondern auf drei Six-Term verteilt laufen. Technisch kann es aber vorkommen, wenn ich ein Wartungsfenster habe. Ich habe einen Cluster und nehme mal zwei Hosts offline, weil ich sie patchen will, dass sie dann halt per DS verschoben werden, automatisch auf einen Host. Und da müsste ich dann manuell halt nochmal schauen, dass sie tatsächlich dann wieder 1-zu-1-Beziehung halt ist, verteilt auf drei Hosts. Per vMotion-Feature einfach zu verschieben. Und das gleiche gilt dann auch für Storage, wie ich es vorhin gezeigt habe, in der kleinen Live-Demo. Wenn ich es auf bestimmten Data-Stores haben will, es soll bloß möglichst ein Shared-Data-Store halt mit sein. Okay, dann gucke ich mal noch gerade weiter. Ja, jetzt sind gerade keine weiteren Fragen reingekommen. Ich stelle dann gerade noch mal hier unsere YouTube-Plattform rein in den Chat. Hast du noch wer? Genau, es ist Jim. Jetzt meinen alle hier die Plattform. Und dann kam doch noch über den Chat eine Frage rein, die ich gerade sehe. Und zwei Fragen sogar noch. Das erste ist ein Second-Faktor zum Login möglich. Also kann man die Two-Factor-Authentication einschalten? Jetzt auf dem Host oder auf dem vCenter? Die Frage stelle ich gerade nochmal an Herrn Zimmermann, das Okay. nochmal zu präzisieren. Also auf dem Host, die Idee zu gehen, ist ja schon länger, dass ich da eine Zwei-Faktor-Authentifizierung halt mit nutzen kann. So direkt beim vCenter habe ich keine direkte Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu fahren. Sagen wir Also es so. klar, die Frage bezog sich auf das vCenter, also Okay. gibt es keine Möglichkeit. Okay. Und dann gab es noch eine Frage hier im konkreten Fall. Als 6.7er Admin habe ich 7.0 auf einem HP-Server mit internem 8 GB Device installiert und vor einiger Zeit ein Update auf 7.1 vorgenommen. Tag wurde ein Minimum von 32 GB angemerkt. Habe ich jetzt ein Problem? Der ESXi läuft ganz okay. Ja, also eigentlich bräuchte man 40 GB offiziell, 32 GB für DS und 2x4 GB für die Boot-Devices mit dabei. Also wäre rein technisch gesehen, wenn man jetzt ein Ticket aufmacht. Doch ein recht spannendes Gespräch im Support, sagen wir es mal so, bei neuer Station. Wäre es ein Upgrade-System, da wäre es bedingt halt möglich. Ne? Also, was technisch funktioniert, das kann ich ja selber auch als Admin, was du hinbekommen hast, was läuft. Keine Effekte erkennbar, oder wenn es das Testsystem läuft, aber wenn es Prot-System halt mit werden, dann dementsprechend auch die Requirements, genau wie ich es von genannt habe. Effekt, also 40 GB brauche ich effektiv jetzt für einen ESX-Server, Supported dementsprechend auszurollen. Alles klar. So, ich hoffe, ich habe jetzt keine weitere Frage übersehen. Ansonsten auch von mir nochmal und das Feedback aus dem Chat. Vielen Dank, Sven, für einen sehr interessanten Vortrag. Und nochmal alle, Sie können auch gerne dann in unserem YouTube-Kanal dann später sich das Ganze auch nochmal anschauen oder auch frühere Vorträge von Sven und anderen verschiedenen Webinaren. Ja, alles klar. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und ja, bis demnächst mal wieder. Ja, dann auch von meiner Seite noch vielen Dank. Dann auch bleiben Sie gesund. Dann auch ja, schöne Feiertage in Anführungsstrichen. Mal gucken, was das wird. Drücken wir mal die Daumen. Das Beste mit dabei und guten Rutsch. Und vielleicht trifft man sich ja persönlich dann im nächsten Jahr, wenn das wieder abbildbar ist, im Sommer oder später, wenn wir dann alle geimpft sind, im Schulungsraum wieder zu treffen und dann die schöne Zeit, auch Kaffeepausen und so weiter, das den Vorträgen zu genießen und die Online, die langsam halt mit verlassen. Aber wird noch ein bisschen dauern. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und eventuell bis zum nächsten Mal.